Aufnahme, sehr gut. Hallo Leute! Er ist wieder hier. He back and he attack. Also was will ich machen? Ich will dich reinreiten, aber gleichzeitig will ich auch, dass du gut bist und dass du stärker wirst. Also actually kann ich gerade leveln, glaube ich, oder? Niemals. 900? Kann man das nachgucken? Bevor? Weil man muss ja mal hinreisen. Ja. Das aber, ist doch aber ass. Aber ich spüre das. Naja, vielleicht schaffst du einen. Ne, weil bei Dark Souls 1... Ich geh nochmal in mich, du schaffst den. Weil bei Dark Souls 1 kannst du ja bei jedem Bonfire leveln. Hier muss noch... Hier musst du ja immer zur Emanuela da reisen. Emanuela! Also bei mir ist noch gefühlt ein bisschen laut. Ich find's gut. Hallo YouTube. Ah, das ist schlau. Die Leute sind ja irgendwie. Welcome home, speak. So. Very well. Gön. Then top so. Gön. 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 Oh. 18 Geschicklichkeit. Ich mache aber Kondition. Das ist wieder richtig gewesen. Spiel ist ein bisschen lauter. Ja, ich mache ein bisschen leiser. Generell der Gesamtsound ist heute ein bisschen... Wir sind dran, Leute. Wir sind dran. Ihr müsst halt leider bei euch ein bisschen die Regler hoch und runter stellen. Ja. Heute sind wir insgesamt viel noch leiser. Eine Bombe. Halt mal die Fresse. Memo. Ich habe nicht gelesen, wer es war. So. Hä, hey, das ist irgendwie ganz schlecht da oben. Warum lese ich da keine Bombe? Ja, bei Stream Elements wohl gerade verbuggt, dass da Gifted Subs nicht drin vorkommen. Oh, nee, das ist doch das Beste. Und weißt du, was nicht so geil ist, dass dieses Mikro slow and steady runtergeht? So. Nein. Okay. Also, ich war beim Drachen, da ging gar nichts. Ja. So. Wobei, da ganz oben war ich, glaube ich, nicht. Oder? Mm. Oder? Also, ich möchte da. Also, Leute. Ihr habt jetzt eine Abstimmung. Wir müssen also eins für, er geht zum dicken Pinöpel und muss den legen. Oder zwei, er guckt, was beim Drachen ist. Moderatoren, jetzt eine Abstimmung für 10 Sekunden. Hä? Ich treffe ihn nicht. Drei. Mit dem Wing. Ganz wenig Zweien. Die haben sich so... Ja, es gibt Sprintattacke. Bist du so einer, der sich nicht so... Du musst zum Pinöppelmann. Zum Pinöppelmann? Zu dem anderen Chemnitzer, das ist ein Zwickauer. Ein Zwickauer? Ja. Es gibt die Chemnitzer und also dann... Ich habe jetzt hier gerade ganz geschmeidig 400... Seelen gefarmt. Ist immer noch zu laut. Krass. Wir sind ja insgesamt so viel leiser. Aber dafür ist das... Das Witzige ist, also ich höre den Sound durch deine Kopfhörer. Das sagt. Nee, das ist geil. So. Hörst du mich eigentlich, wenn ich hier bin? Yeah, ja, ich höre dich, gut. Oh, ich liebe dich. Okay. Dann... Ah, hier, komm, Hund. Ja, Hunde, Mann. Digga, er schon wieder. Komm hier Hunde hoch. Hunde sind immer noch so einfach. Scheiße. So. Jetzt schießt er mich ab. Bestimmt eine Traumatisierung durch Hunde erfahren oder so. Bin ich mir übel sicher. Ah, nee, den oben habe ich schon gelegt, ne? Oh Gott. Oh Gott. Hey, 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 komm runter. Spring rüber. Komm runter. Achso, ich kann hier. Super. Ja. Da ist noch ein Hund. Also zwei, immer zwei. Zwei und dann ist da noch so ein... Zack, weg. Da ist er. Siehst du den da? Ja, er ist ganz, ganz gut. Das ist ein halber Babbo. Ja, aber ich habe den jetzt zweimal ganz relativ gut gemacht. Ich glaube, der ist auch rüstungslos, ne? Wie spät der zuschlägt. Oh. Der Holz ist aber auch gut. Nicht schlecht, wirst du brauchen jetzt davon. Naja. Nee, wir lassen Tür auf. Also, sorry, ihr könnt ja jetzt nicht in den Chat schreiben, Tür zu. Hä, hey, seid ihr dumm? Wir machen eine Kanalwette. Los geht's. Wir machen eine Kanalwette, liebe Mods, falls ihr da seid, ob ich den Zwickauer da oben jetzt schaffe oder nicht. Du kannst es schon mal gucken. Da ist auch, glaube ich, noch ein... einer noch aus Schmölln daneben. Die Frage ist, haben wir Mod gerade da? Ich hoffe. Ich gar nicht. Na gut. Soll ich das machen? Ja, der Armbrustschütze nervt natürlich. Und ich glaube, der rechts um die Ecke, ne? Ich glaube, der nackig ist. Ja. Der platzt. So, und Sterzig hat mir einen Tipp gegeben. Mhm. Der hat gesagt, wenn ich den schnell töte, wird der nicht so. Meine aber Meinung dazu ist... Aber dann gibt's keinen Loot. Jo. Ja. Deswegen nicht auf Sterzig. Also, okay. Warum tötest du Bosse? Jetzt würde ich kurz mal gucken, ob es mit der Kanalwette geklappt hat. Wegen dem Loot. Ja. Geil. Läuft. Super. So, dann... Schöner Dodge. Genau, mach den Affen zu. Ich
Ich habe gewonnen. Das ist kein Win. Das ist kein Win. Nee, das zählt nicht. Okay, du hast dann einfach vor einem Boxkampf den Kontrahenten erschossen. Digga, ich wollte den Armbrust schützen. Ich wollte den Armbrust schützen. Okay, ich reset nochmal. Muss zählt resetten. Nicht. Ich reset nochmal. Das zählt nicht. Das war nicht mal ein Versehen. Hast du mit Absicht gemacht, Schuss bei dem Leben? Nein. Also, nein, ich wollte den Armbrust schützen killen. Okay. Jawohl, also könnt bald leveln. Du musst jetzt nochmal, du musst jetzt deine Moderatoren sagen, ey, Kanalwette, kann man Kanalwetten denyen? Hä, warum? Achso. Also nicht auszahlen? Weil das war jetzt ja keiner. Man kann einfach nichts. Man kann sagen, also nichts. Cancel die nicht, Digga, lass die einfach hängen. Twitch guckt doch jetzt nicht zu und sagt, muss aber ausspielen jetzt. Oh doch, doch, die Twitch-Polizei ist überall. Wir entscheiden ja selber, wann das... Na komm, lass es. Habe ich jetzt aber ein bisschen. Wo ist Falco eigentlich? Zu Hause. Wie oft darf der raus? Wie oft darf der raus? Auf Arbeit. So oft er will, aber ist halt auch viel für ihn so. Fragst du ihn morgen? Morgen? Oh, morgen ist Freitag, ist hier wenig los. Könnte ich mir vorstellen. So. Ja, da schätzt doch mal nicht, wie du hast. Sehr gut. Na! Warum hast du ihn? Na, der musste jetzt sterben. So, jetzt er hier. Kann ich den backstabben? Backstabben? Nee. Okay. Der droppt doch bestimmt zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Hillebarde. Oder? Ja, aber man, den macht man. Also bestimmt der, so eine Quality-Waffe. Der kann was anderes droppen. Wer ist der? Aber er kommt tatsächlich sehr random. Aber du hast ihn provoziert, weil du die dritte Runde bekommst. Wir haben hier... Sex. So. Ist das schlimm? Nummer 6. Na, ich muss es vorlesen, weil der glaubt... Wo musst du lesen? Tierstick zum Heulen auftragen. Was ist ein Tierstick? Das ist ein Utensil aus der Filmbranche, ist das damit Toss? Leute heulen. Oh, krass, brauchst du aber nicht. Du kannst es ja so. Nein. Na gut. Das schmiert man, das ist so übel ist viel, ich glaube Menthol oder so, schmiert man unter die Augen und ich werde jetzt richtig viel heulen. Geil, passt doch gut zu Dark Souls und zu Chemnitz. So, also musst du, scheiße, also ist das Toss? Hallo liebe Regie, ich meine Redaktion, das ich brauche mal den Tierstick bitte. Ah, da ist er ja. Ich habe Matteo gestern kotzen sehen, als er zu viel Salz gegessen hat. Ich auch gerade. Salz war das? Ja, irgendwie ganz viel Salz, glaube ich. Er hat basically auch sein Leben gerettet. So, sich selbst. Ihr müsst mir das jetzt auftragen. So, du machst das. Ich mag Max. Das war gar nicht so leicht bei ihm. Boah, heftig. Wie machst du da bitte? Ja, muss da wirken, oder? Muss nicht schmecken, muss wirken. Alter, der hört nicht auf. Ja, ich merk schon. Ja? Mhm. Ist gut? Ja, ist gut. Nice. Dann nehmen wir mal ein Auge. Oh mein Gott. Damit ich das spüre. Mein schlechtes. So. Ich hole. Boah. Boah, das ist aber gar nicht. Also, das ist krass. Ich zock weiter. Liebert, weil ich hab, bei mir war das aber nicht so krass. Boah, hier, guck mal, die erste schon runter. Ja, ist doch gut. Also, oh, Leute. Die ist groß. Ich bin leider in der Achter, ist gestorben. Death-Counter plus 1. Max hat recht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, ich hab aufsehen. Boah, das ist crazy. Das ist so... Übel unangenehm. Kennt ihr das, als man früher noch Masken getragen hat in der Bahn und sowas und du hast so einen neuen Kaugummi genommen, so einen richtig krassen Pfefferminz-Kaugummi und dich selber umgebracht? Ja, ich seh nix. Ja. Boah, das wird ja immer schlimmer. Ja. Das brennt ja immer mehr. Ja. Boah, das ist ja unangenehm. Kann ich das regnen? Ich krieg den Death-Counter jetzt nicht. Warte mal, kann ich das machen? Ja. Okay, Leute, ich hole jetzt meine Seelen zurück, Digga. Amina, der kriegt aufs Maul. Und ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Also ja, ich sehe das so nicht. Ist das das hier? Oh. So, also normalerweise kann ich aber nicht. So. Boah, unnormal. Unnormal belohnt. Bumm. So. Das Ding ist, ich würde die Kanalwette halt wirklich, also wenn ich oben gegen den kämpfe, dann zählt's halt, ne? Ja. Da ist der Otten! Ja, hey, der kommt einfach hochgesteppt! Der spaziert manchmal, ja. Aber es ist krass, das so, du musst dir vorstellen. Hey, krass, der war jetzt dreimal nicht da! Er ist dreimal nicht da gewesen, ne? Halt auch. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt! Ja, aber der ist ähnlich zu dem ersten, aber der ist ein bisschen brutaler. Und krass. Seine Waffe kann droppen. Das okay.
Guck mal, jetzt geben die sich High Five. Guck mal, wie nah die aneinander laufen. Das ist übel krass. Ich bei mir nicht. Ist halt nur die eine Hälfte. Es läuft nichts. Einfach in dein Bart. Das finde ich geil. Leute, das ist einfach sofort Oscar. Oh, ich mach erstmal die hier oben. Nee, der Lauch geht runter. Dann mach schnell jetzt ja, den Mund. Ich will nur nicht, dass er mich sieht. Weißt du, wie das Spiel funktioniert? Wie das Spiel funktioniert? Ja, Dark Souls 1, da haben die Kreaturen tatsächlich Gehör. Okay. Das heißt, echt? Wenn du so Kisten kaputt machst, drehen die sich dahin um. Echt? Ja, echt. Ah, Ausdauer ist echt schwierig. Ah, den habe ich, oder? Jawohl. So, Freunde. Das schaffst du. Ach Gott. Es wird gerade. Ich sehe nichts mehr. Ich habe nicht aufgehört. Ich habe jetzt 2 Striche gemacht und Karl 9. Oh Gott, Auge. Meine Augen. Die sind auch schon übel rot. Also, das wäre nicht so gut. Hol mir die GoPro-Kamera. Ja, müssen wir ruhig mal. Ich weiß gar nicht, ob die 1. Oh mein Gott. Ich muss auf die 7. Dann mach du das. Kannst du die 7 noch sehen? Ja, Freunde. Guck mal, wie nass das ist. Ja, okay, man sieht so halb, ne? Doch, wenn du dich so seitlich drehst, ist es absoluter Horror. Okay. Ist es besser? Boah. Okay, ich meine jetzt diesen Atzen, der hier hochkommt. Der Tierstick. Muss aufpassen. Ich bin okay, der hat ja übel langen Weg. Okay, der hat einen übel langen Weg, genau. Er hat eine super, super weirden Gangfahrt, würde man LOL sagen. Spiel liefert Scheiße. Wie bitte? Spiel liefert Scheiße? Ja, Spiel liefert Scheiße. So. Zum Heulen, kannst du sagen. So. Okay, jetzt passt du auf. Du machst jetzt. Ja, genau, der hat extra Abstand genommen. Wibbidi, bibbidi. So, es geht los, Leute. Kanalwette beginnt. Wir haben hier einen Zwickauer. Zwickauer sind sehr, sehr gefährlich. Bei denen ist so leichtes Mittelgebirge. Oh mein Gott, der two-shottet mich. Jo. Ja, es ist keine Schande wegzurennen und nochmal kurz was zu kriegen. Ja, meinst du? Ist keine Schande, guck dich an. Du bist ja schon am Boden. Digga, wie komme ich jetzt da hoch? Der haut mich wahrscheinlich durch die Wand. Ne? Ja, also, siehst du, wie die schwarze Kacke sich da verteilt? Scheiße, Digga. Das sind alles Hitboxen. Oh, really? Ja, ist ganz komisch. Also, du kannst kommt sagen, der von hin? Nee, das ist so schlimm. Ja, oh, so, oh, doch, guck mal, wie nah der gekommen ist. Sehr gute Reaktion, nicht schlecht. Nice, oh, Mann. Guck mal, wie wenig Poise die haben. Das ist so schön. Das ist echt geil. Die haben wirklich gar nichts. Keine Rüstung. Boah, guter Doppel-Roll-Pitch. Ah, ich hätte ihn von hinten, ne? Den letzten wechseln können. Aber da musst du halt, das Problem ist an den Twin Blades, du L1 halt dein Leben lang. Ja. Und dann wird's schwer. Ja, ist echt. Also spielbar scheiße, ja. Ja, ist scheiße. Installierst. Oh. Und das bleibt forever. Jo. Aber das ist okay. What? Das schaffst du. Wenn du, ich kann dir helfen, aber du kannst auch selber. Oh mein Gott. Für den Punkt. Okay. Nice. Ab jetzt okay. Geht's los. Also er hält doch gar nicht so viel aus. Er ist nur ultra sauer. Hält nicht so viel aus. Hält nicht, das ist nicht viel. Hält nicht so viel aus. hält gar nicht so viel aus. Ich dreh nochmal am Rad. Der Zwickauer hält gar nicht so. Prepare your anus for 13. Nein. Die 13, meine Damen und Herren, die 13. Das. 20 Euro ans Tier am Spenden. Geil, das ist aber Banger. Muss ich mir aufschreiben. So, guck mal, jetzt ist hier zu laut. Muss ich mir aufschreiben. Wer ist zu laut? Oh, das ist, guck mal hier. Jetzt schon wieder, wir müssen wieder Adi anrufen. Müssen wir Adi anrufen? Oder müssen wir runter? Hier wird leider nicht getest-streamt. Na gut. Ich schreibe es mir einmal auf dem Handy auf, dass ich nicht vergesse. Da, aber hier unten sind wir. So, also Wort zu laut sagt ihr. Ist doch gut. Das ist der Song, ja. Der Song muss, der muss ballern. Bruder, das ist ein krasses Handy. So. Wie du mich selber ranguckst. Übelst verheult. What the fuck. So, Death Counter. Ruhe, ich hab als einziger einen Beruf. Mach mal 3 jetzt. So, ich muss meine Seelen. Ich schwöre, ich habe nichts gedrückt in meinem Leben. Ich schwöre mit meinem Leben. Ich habe nichts gedrückt. Ich mache ja auch nichts mehr. So. Boop. Meine, die geben 30, das ist geil. So.
Komm mal her, Hundi. Wow, wow. Ich kann dir aber sagen, das, was du jetzt experience, ist eine normale Erfahrung. Ja, ja. Du bist jetzt nicht bad oder so. Nee, nee. Sondern das ist ein... Das kann ich auch einordnen, weil ich habe einfach einen Double-Hit gelandet und da waren vielleicht 10% von ihm weg. So. Also das schon übel. Den sollte man jetzt nicht angehen. Oh. Aber doch. Da muss ich die Bedrückung. Hä? Oh, hi. Den kann man auf jeden Fall angehen jetzt. Also sobald du ihn getötet hast, wirst du auch merken, wirst du verstehen, warum man den jetzt angeht. Kannst du, alles, was du hier siehst, kannst du jetzt angehen. Ja, aber die Frage ist, wie smart es ist, das jetzt zu tun, weißt du? Oh, ist schon smart. Schwöre. Schwöre ist smart. Nein, nicht in diesem Format. Ach, in dem Format ist gar nichts smart. In dem Format ist halt überhaupt nicht smart. In dem Format ist jetzt 6 Stunden lang das tun. Smart. So. Aber das ist ja Quatsch. So. Das ist einfach Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ob die Soße hier immer noch rumliegt. Scheiße. Ui. Ach, du machst das. Oh, du bist so safe. Ich will doch meine Seelen jetzt erstmal haben. Das ist crazy. So, Jungs. Weil das sind 2 Level, die lassen also die Kanalwette, die verschimmelt. Hey, die Kanalwette wurde aber jetzt schon aufgelöst. Ich hab's nicht geschafft. Ach so. Langbogen, geil. Ja. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Was hat der gedruckt? Bolzen? Was hat der gedruckt? Ich sehe es noch nicht so ganz. Langsam, langsam kommt die Sicht wieder. Vor allem, man fängt ja auch an, zu, dass die Nase dann auch läuft. Marshall. Oh, warte mal. Ja, das ist. Hier würde dann auf dem Boden stehen, Fettsack oder sowas. Nee, Dickwanz gibt's noch. So was sie? Okay. Mm-mm. Es gab noch eine Abstimmung, dass Maxim nicht so viel helfen sollte. Ja, aber das dürfte nicht abstimmen. Das entscheide ja ich. Das stimmt. Ich frage den nochmal ganz lieb. Oh, das ist traurig. Hm. Oh, da liegt noch was. Ja, genau. Nice. Gerades Bruchschwert. Das ist richtig gut. Du hast doch so eine... Was hat's mit diesen Brettern? Also es gab auch Türen, die so Bretter vernagelte. Kann man das später mit heftigen Attacken so durch? Geile Frage. Soll ich beantworten? Ja? Nein. Ja, dachte ich mir. Was hier? Oh, da ist aber... Turbo, ja, aber mehr ist hier oben nicht. Okay, das heißt, es ist schon auch gut, ihn zu töten. Ist wieder mute. Ja, wir haben wieder das gleiche Problem, wenn wir zu laut sind. Ja. Nee, aber viel, viel seltener jetzt. Seltener? Mhm. Okay, also ohne Lachen. Also ich glaube vor allem mit dem Ding. Mhm. Aber, ja. Aber ich muss jetzt auf Nick hören. Ja, voll. Hast du selber gesehen? Ach, das sind 2 Level, actually. Aber jeden Tag wird es ein bisschen besser. Geil. Ich glaube, es ist noch nicht... Das war damals zu Summoners Inside auch so. Stimmt. Das habe ich mir als Motto gemacht. Jeden Tag ein bisschen besser. Ja. Ja, die Frage ist, ich glaube, ich muss ich muss die 2000 voll machen. Ich würde auf der anderen Seite nochmal hingehen zum Drachen, weil da weiß ich jetzt nicht, ob wir gestern da noch hinterm Drachen höher gegangen sind. Aber ein Level kannst du jetzt reinpumpen, auf jeden Fall. Ist bloß cringe, wieder zurückzugehen. Nicht. Ich sterbe ja nicht. Alles klar. Ja, deswegen. Famous Last Words. Du siehst... Ja, das ist halt, wenn man Dark Souls überhastet spielt. Ja, das ist immer das Gleiche. Das ist immer noch ein 1 gegen 1. Es ist basically Street Fighter. Ja. Mehr aufpassen. Leute, wir passen auf jeden Fall auf. Wir sind vorsichtig. Aber es ist schwer. Einfach weniger schreien. Es gibt nicht. Emotionen durch. Da unten ist noch irgendwer. Oh, der wurde geaggrot. Ja, der hat auch. Ja, ich will eigentlich nur ein bisschen auf 2000 farmen. Guck mal, der ist. Und der. Wie schnell der ist. Krass, ne? Hier geht's ab, Leute. Hier wird gemetzelt. Ich musste das sagen, weil deine Augen verholfen. Ja, okay, danke. Lol! Das geht ab! Oh, das schätzt man nicht. Das schätzt man nicht, du. Diese kleinen Pappgegner, das waren nur 2%. Oder schätzt man nicht, Digga. Das war richtig cool. So, hier unten war man nicht drin. Hier war es noch gar nicht drin. Nee, hier war man noch nicht drin. Digga, guck mal, alle. Oh, du schätzt man nicht. Aber ich find's auch geil, dass ihr jetzt auch mittlerweile direkt auch adaptiert und ihr das nur einmal reinballert. Der erste Stream war so ein richtiger Tutorial-Stream. Ja, ey, okay, es ist so geil, wie wir auch so als Community Progress machen, so du stirbst. Diese Stelle hier übrigens habe ich in meinem ersten Playthrough nie entdeckt. Was hast du? Das hier, das alles habe ich in meinem ersten Playthrough nicht entdeckt. Really? Ja. Das habe ich nur im Video gesehen, weil ich dachte die ganze Zeit, wie komme ich denn das eine Item da? Es war einfach, also es war schrecklich. Einfach nach links hochgehen. Also man. Oh Gott, da wirft einer Bomben!
noch eine Flashbang. Muss aufpassen. Oh, der ist jo, da das oben. Erinnert mich so krass an Dark Souls 1. Da sind. Ja, wenn der einmal so geweckt wird, ist kacke. Okay, das ist jetzt ein bisschen risky hier alles. Tatsächlich. Man hält noch was aus, ne? So. Das ist sehr gut gemacht, Max. Danke. So, und jetzt der Typ da oben. Ich meine, ich habe sehr viel Seelen. Aber ich, ich unterschätze. Danke für Subgift, Mann. Zwei Stück. Nee, danke für Subgift. Iron Reiner. Ich habe versucht, auf dem Drachen draufzuklettern über seinen Schwannig. Ja. Hat nicht geklappt. Der blutet aber auch so komisch, wenn du ihn angreifst. Ne? So eine weirde Animation, Alter. Hä? Sehr gestern cool. War der da nicht. Ich schwöre. For real, for real. Ich habe keinen Healing mehr. Bonk. Na, das ist mir jetzt, glaube ich, zu risky. Ich bait den hier runter. Das ist mir ein bisschen too much. Alter, was ist das? Ist das Pepe? Der hat unnormal Bock. Das ist aber ein übelst krasser Pepe. Warum sind wir so müde? Das ist jetzt wirklich sehr risky. Max, niemand beschämt dich, wenn du jetzt leveln gehst. Ja, ich gehe leveln. Geh leveln und dann gehen wir ab nach Chemnitz. Also Zwickau. In der Nähe von Schmölln. Okay, also ich gehe mal davon aus, er hat irgendeine Schwäche. Da ist auch Altenburg. Was? Redest du? Also, ich gehe mal davon aus, er hat irgendeine Schwäche. Okay. Jeder hat hier eine Schwäche. Eben. Wahrscheinlich hinten. Wahrscheinlich macht er heftige Attacken und dann. Ich habe schon gemerkt, der puncht dann viel so auf der Stelle. Ja, aber es ist auch schwer einzuschätzen, wohin der puncht. Ja. Also ich finde es terrible, muss ich sagen. Aber das ich kämpfe gegen den auch also sehr, 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 sehr ungern. Weil ich denke mir halt, wenn man irgendwie hinter ihn gelangt, ist glaube ich immer gut. Na, dann testen wir das mal. Aber der hat aber locker so einen Rundumschlag. Hat er safe auch. Aber du darfst nicht zu viel an Elden Ring denken. Das ist ja der Vorgänger. Ja. Also so zu viel Coding trauen sie sich euch auch nicht. So, ich mache jetzt ein bisschen Kondition. Leveling gefällt mir. Okay. Das macht mich ein bisschen geil. Danke für die Subs, by the way. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Unterschätzt man nicht? Finde ich sehr geil. Oh, der. Warte mal. Da ist ein Pepe, der gönnt sich mit geschlossenem Mund Popcorn. Ja, das ist eine Kombination. Finde ich geil. Die freuen sich jetzt schon, dass ich sterbe. Du baitest mich doch in irgendeine Scheiße. Ich wette, niemand spielt immer an Anfang. Doch. Das ist so. Mit was skaliert Dark Souls? Ha! Mit was skaliert Dark Souls? Ja. Naja, wie skaliert man in Dark Souls schnell? Meinst du das? Naja, auch allgemein. Guck mal, wie die ja alle kichern. Die kichern. Ihr verarscht mich doch. Nein, wir verarschen dich wirklich. Ich schwöre. So, also es ist mit Wissen. Okay, Wissen ist hier ja, 80%. True. Und dann kommen so ein bisschen Skills. Na komm. Ich freue mich richtig, wenn du Bloodborne spielst. Meinst du? Ja, aber du musst halt Sony anrufen und sagen, dass sie endlich 60 FPS Digga, machen sollen. Wirklich, das kann ich nicht. Ich glaube, ich kann legit einfach nicht Bloodborne spielen. Es geht nicht. Ja, aber dann frag Adrian oder Nico oder sowas, dass die so... Bei 30 FPS, Digga. Damit habe ich früher bei Fraps LOL aufgenommen, 2014. Jo, Mann, da steht Fraps.com und die ganze Zeit da. Ja, oder 22 FPS. Oder Bandicam oder sowas. Ich kann das nicht. Doch, müssen wir. Ich kann unter 144 kaum. Nein, das stimmt nicht. Da ist er. Ne? Dahin, da kann ich's. Auf dem schönen Röhren. 50 Hertz oder so. So, wen ich machen weiß wir jetzt nicht, ob die Grafikkarte da hinten Bloodborne schreibt. Also beides zusammen wäre, glaube ich, doof. Den baiten wir mal her. So, das, Leute, ihr müsst doch an ihn glauben. Was ist denn so dein, so ein Belief, Power-Up, so ein richtiges, du wirst übelst krass gehypt. Neben Let's Go. Es muss was anderes als Let's Go sein. Ach so, so ein Blätter. Du schaffst das, so du bist der auftanken. Beste. Ja, so richtig so motivational Speech-mäßig, weißt du, dass die Leute wissen, ach, ich kann boah, Max schafft das jetzt. Wahrscheinlich. So etwas, was vor dem GG kommt, quasi. Focus oh ist. Gott, oh Gott! Jetzt hat deine HP ist gegangen. Wahrscheinlich dieser Pepe, der da am Praisen ist? Praisen ist nicht mehr. Das muss so richtig. Also, doch. Ach, das Cheering, der, ja, der true. Der Cheer-Paper ja. Sieht geil aus, der gefällt ja, mir auf jeden Fall. Also ja, in die true. Richtung muss es gehen, aber noch ein bisschen auch ernster, so ein leichter. Einer. Muss so ein bisschen Coaching oder so Go, Henno, Go, ja, genau, sowas. Okay, müsste so, wieder ganz irgendwie hat noch gestöhnt. Also du sagst, ich soll den jetzt töten, weil es worth. Ja. Mein Gott, na gut. Es ist auch ein Zeichen von Stärke. Also du wirst, wenn du den Respekt deiner Zuschauer haben willst. Ach komm, jetzt komm ich nicht so. Doch, ist so. Kein Spaß, mach ihm nicht Spaß. So, die anderen machen ja nichts, ne? Nö, der kommt.
Okay, hä? Werde ich angeatmet. Hä? Ich stand doch hinter ihm? Ja, ich weiß die Info nicht. What the fuck? Oh, guck mal. Du bist weg. Ich bin nochmal. Ja, ich sterb. Nee, du gehst auch gut. Gerne raus. Entspann dich. Trink noch einen Tee. Gib mir das war's. Nein, du bist cool. Ja, ich schätze dich mal nicht. Ja. Also es ist so dumm, den zu machen. Sorry, Maxim. Okay. Also es ist wirklich dumm. Okay, Witzen. Also ich würde noch einmal drehen. Ich lass mich so dumm beten. Nein. Boah, werden fast die vier. Hat sie die vier schon mal? Nee, wir hatten die 1. Die 6 hatten wir. Eiswürfel. Geil, das ist nicht toll. Nee. Ich hole Eiswürfel. Also jetzt mal ehrlich. Das Vieh hat erstmal 5 Movesets. Mindestens. Fixt bitte euren Ton. Ja, komm rum und mach's gern. Also das Vieh hat locker 5 Presets. Digga. Und, ja. Ich weiß nicht. Man ist halt schon in Lebensgefahr, wenn man einmal gehittet wird. So war der zweite Volk zugleich. Bei dem. Max, du musst das Mic benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie Crush Dice da rauskommt. Das ist doch so ein Kühlschrank. Der kann doch das automatisch, oder nicht? Max muss jetzt seine eigene Medizin holen. Ich kann das nicht. Yo, I'm Leute, sorry. Wir brauchen Eiswürfel. Maxim kriegt es nicht hin. Over. Ich soll den schaffen, aber du kriegst nicht mehr den Eiswürfel zu holen. Ja. Können wir machen, dass ich den kurz mache? Können wir machen. Ich mach den und dann, wenn ich den nicht schaffe, krieg ich auch Eis. Ne, dann kriegst du eine Strafe. Ja. Okay. Aber es wäre auch komisch. Aber das müssen die Leute akzeptieren, weil sonst weird. Sonst cringe. Hm. Wie die Leute akzeptieren? Naja, dann mache ich den für dich und dann sagen die, hey, du bist ja übelstes Opfer. Digga, darum geht's doch in diesem Format nicht. Okay. Nein, das ist eine 1. Rein damit. Für einen Versuch. Okay. Ach, du hast keine Bratbohnen mehr. Ich muss kurz einkaufen. Ich wusste nämlich, weil während du weg warst, wollte ich gerade ausholen. Leute, er hat halt sehr viele. Also, so wie ich es gerade versucht habe, kann es nicht sein. So, das ist viel zu. So, sondern das Vieh hat halt irgendeine Schwäche. Und das ist wahrscheinlich, ne, er verteilt diese Grütze. Ich hätte jetzt auch nämlich gesagt, vielleicht kann man die irgendwie anzünden oder so. Vielleicht kann man ihn anzünden, wenn der so voller schwarzer Scheiße ist. Unterschätzt das mal nicht, du. Danke für die 5er Sub-Bombe. Danke für die 5er Bombe. Boah, das mal hier Karl Arrive. Warte, ganz kurz. Guck mal, bitte, wie das sind. Sag mal. Du fragst gerade, sag wie hast du das gemacht eigentlich? Er fragt einfach, ob ich alle. Die Schüssel ist voll. Die Schüssel ist wirklich voll. Digga, früher haben wir einen Eiswürfel gemacht. Er kommt mit einer Schüssel an. Ja, so 3. Früher haben wir einen Eiswürfel. Ja, wirklich. Hinter das T-Shirt. Ja, nackte Haut, Digga. Hey, was machst du denn? Oh, das sind richtig viele. Das war nicht oh, das war richtig. Der ging übel tief runter. Oh, guck ihn an. Der das war nicht so viel. Das ist ein kompletter. Schalt um. Ein kompletter Craig Gassen. Ich trau mich nicht. Gaming? Ich kann mich nicht vorlesen. Das hier, Gaming? Ja, Gaming. Okay, ist geschafft. Oh Gott. Danke, Karl. Danke, Karl. Oh Gott. So. Was hat er gesagt? Raid? Haben wir Raid verpasst? Wir haben Raid. In dem Moment, wo ich hier erniedrigt werde. Erniedrigungs. Death Counter müssen wir auch noch machen. Death Counter auch. Wer hat geradet, Leute? Den Death Counter merken wir uns. Ist der nicht der Kackhund? Karl Happy, Alter. Fickt euch. Fickt euch alle. So, euer Wort war einmal. Ich finde jetzt wirklich nicht. Boah, die Hunde habe ich nicht vermisst. Wer hat denn geradet? Sag doch einfach mal, wer bitte? Ich krieg das nicht hin. Ich bin ein scheiß Streamer. Wo ist der Hund? Ja, jo, darum. Danke. Ich hab's wieder nicht verstanden. Jodarum. Jodarum. Vielen Dank. So, du hast jetzt ein Schild draußen. Okay. Naja, ich hab ein Schild gegen ihn. Jetzt die Parryn oder was? Nee, Parryn ist kacke.
Also Parry ist einfach schwer. Du bist halt, du spielst halt Dark Souls wie ein Bot, muss ich sagen. Dankeschön. Ist das gut? Naja, es ist halt ein valider Spielstil, muss ich sagen. Aber ja, es ist halt, du spielst viel safe mit Schild und so und einfach drumherum gehen und Dings. Ich nutze den Werkzeugkasten. Richtig. Ach, kann man ihn anhitten und so viel Leben hat er dann, wenn er sich verwandelt? Nee, das war. Oh, das Eis, Digga, es rutscht gerade langsam runter. Oh, du spammst aber die Rolle. Ein bisschen, ich guck erstmal, ob er noch so macht. Ich bin gestorben. Oh Gott. Ja, hol das Eis, komm. Warte, ich muss nochmal drehen. Ich drehe jetzt für dich. Oh, ach so, ich dachte auch Eis. Nein. Ja, was ist jetzt, wenn ich Seelen nicht einsammeln muss? Drei. Ja, komm, du musst gut gucken. Ja, das ist. Maus und Tastatur bis zum nächsten Tod. Ja, toll. Also, das ist Quatsch. Aber ich nehme das Eis, komm. Wir machen erstmal Death Counter. Ja. Wir machen Death Counter ist nur eins trotzdem, das zählt nicht. Mein Death zählt. Okay. Das, so fair müssen wir sein, Leute. Wie hoch ist er denn jetzt? Drei, ne? Nee, vier? Vier. Ach, Mann, ich du kannst es hier machen. Da. Nee, du bist zu langsam, komm. Aber für nächstes Mal, da kannst du einfach reinklicken. Oh, geil, hab ich noch nie gewusst. Oh, Digga. Banger. So, okay. Also, ey, bei mir ist lange her, ich hab Elden Ring gespielt, dass die Frames sind anders. Ruhe, bitte. Ich bin einfach durchgerutscht. Geil, aber jetzt hab ich nur einen. Ah, du hast. Ah, ich nehm deine. Ja, wir sind nachhaltig. Sehr sexuell, na dann los. Oh! Aber es sind die schlimmer. Ja. Das ist eklig. Oh! Aber. Oh. Muted, war zu laut. Aber jetzt geht's wieder. Es ist nur in der Kimme, sagt Maxim. Es ist nur in der Kimme. Boah, das brennt sich jetzt so richtig rein in mein Bad. Ich habe jetzt deine Seelen verkackt, aber du hast ja eh wenig gehabt. Na gut. Ruhe ja, bitte. Okay, also du sagst einfach mit Brandbomben downspammen. Das ist jetzt keine Schwäche von ihm, es macht einfach Schaden, ist Range aus sicherer Entfernung. Nö, es macht. Es ist, er ist schon. Er war dann kurz gestunt, du hast ja gesehen. Ah, und dann kann man ihn Schwert reinstecken vorne? Nö, so ein bisschen hauen. Oh, Leute. Oh, Alter, Leute, das ist übelst unangenehm. Er hat einfach Arschwasser jetzt in kalt. Hallo. Hast du ja kalt über dieser alles. Dieser Kackhund, wirklich. Leute, der Ton ist nicht komplett weg. Hier, ich sehe den Ausschlag. Wie an meinem Butt. Aber willst du mit Maus und Tastatur spielen? Nee, der Tod zählt ja nicht, dachte okay, ich für mich. Und für du wolltest doch lieber Eis nehmen. Ich will lieber Eis. War doch jetzt dein Call gerade. Ja, das war richtig. Ich dachte, wir machen einfach, wir bestrafen nur. So, nee, Leute, ihr habt recht. Also ich kann jetzt ja schlecht mit Maus und Tastatur spielen, das ist schon Quatsch. Ja, weil ich bin ja jetzt und dran. Max ist ja schon, er hat ja schon genug gelitten. Also seitdem er hier, ne, das ist halt. Das ist oh, ich habe auch Pfeil und Bogen ja eingesammelt. Ja, probier mal, du hast ja ordentlich Decks gespammt. Mhm, könnte man auch macht nutzen. Richtig Spaß, by the way. Wie in jedem Dark Souls Teil. Wie in jedem Dark Souls Teil ist Pfeil und Bogen einfach Banger. Ist schon? Okay. Aber die Hitbox ist viel, viel besser als in Dark Souls 1 mit dem Backstep? Ja. Ja, genau. Das ist viel, viel einfacher. Ja, das ist crazy. Leute, stop it. Also, ich sehe es. Leute. Nein, alles gut, die verarschen dich. Bab. Tun wir wieder weg, nee. Babchiki, ich sehe es. Und wenn ich sehe, geht's nicht. Nee, geht's. Wir haben hier einen Focusrite und ich hasse Focusrite und morgen wird das ausgetauscht. Ja, guck, haben wir eine Alternative zu Focusrite? Haben wir jetzt bestellt. Geil. Wir haben die Schnauze voll von dem Ding. No. Das ist ja übel easy. Mm. Krass. Mm. Und deswegen schilden einfach die ganze knowledge, Zeit wegstecken. Knowledge ist da und dann wird dein Dick riesig. Nee, das hat... Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Nick, das hat hiermit einfach nur zu tun, glaube ich. Ja. Also, wir können hier leiser drehen. Dann haben wir das nicht so oft, aber das Problem ist einfach, dass wir dann den Game-Sound war mute. Nee. Das ist Quatsch. Immer wenn ihr stirbt, mutet es auch. Als ob es tatsächlich vom Game-Sound getriggert ist oder halt wegst. What? Ziemlich blöd.
Nee. Nur wenn du stirbst, ist glaube ich eher eine natürliche Reaktion. Was meinst du? Also ich habe Montag eh erledigt. Ab Montag hat es sich erledigt, okay. Okay. Ja, okay. Sorry, Leute. Hast du was gelernt? Ich habe gelernt. Geil. Backstabben ist einfach komplett OP. Das ist richtig, aber du hast noch. Kann man das viel backstabben? Nein. Okay. So. Wäre ich jetzt fies, wäre ich gesagt, ja, Leute. Aber es reicht jetzt. Da war ja noch was. Ja, von dir eben, die Reste. Reste. Man darf ihn nicht berühren. Kann das sein? Mach mal nochmal bitte. So, jetzt auch. Ah. Aber er hat einen sehr hohen Kühler. Oh, du hast noch 1 AP. Schaffst du. Belief in dich. Trink einfach die ganze Zeit durch. Oh ja, ich sag's. Krass, oder? Das ist einfach so dumm. Ey, das finde ich richtig scheiße an Dark Souls, Elden Ring, alles. Dass die Gegner eigentlich die Wand hauen können, aber man selber nicht. Nee. Könnte man selber es auch, wäre es okay für mich. An einigen Sachen geht es auch nicht. Also manchmal bist du auch sowas, aber 98% der Zeit nicht. So. Guck mal, der hat sich wieder beruhigt. Okay. Schönes Ding. Schönes Animation. Schaffst du, Max? Glaub an dich. Glaub an dich. Ja, das war's mit ihm. Okay, nice. Knowledge. Okay, so. War es Wolf? Wie viele Seelen waren das? Ein paar. Kleine Titanitscherbe und Glut. Ja gut, kleine Titanitscherbe. Ja, okay. Ich schätze das mal nicht, du. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da war das erste Mal. Aber das hat richtig platziert. Gesessen, ja. So, unterschätzt das man. War, das war unterschätzt man nicht. Schön. GG ist, Leute. Das war wirklich GG. Okay, cool. Das ist sehr gut gemacht. Das heißt, jetzt können wir entweder da hinten wirklich mal oben auschecken. Weil das haben wir ja wieder nicht gemacht. Ja, und auch da unten im Turm. Oder wir gehen hier runter. Das können wir auch machen. Ah, das ist so geil, Mann. Ich kann ja, nicht. Ja, also die, oh, ist so es nice. Ist doch wieder sehr krank. Ich kenne das alles nicht. Mein Gehirn ist blindfolded. Ich, ja, ich, kenn, ich weiß nicht, was da unten ist. Das ist geil. Deswegen das gehst du jetzt so da runter. Das ist so geil. Du gehst es dahin, so wo deine Nase geil. Dich leitet. Aber ich habe hab keine Flaske. Weil ich kann nicht so denken wie du. Es geht nicht. Ich habe keine Flaske. Das ist alles voller Müll. Aha. Aha. Guck mal. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Was ist hier unten? Ist hier unten gerendert? Guck mal runter. Das ist actually okay. Das finde ich auch. Okay, alles klar. Dann, so, dann hier ist schon wieder so ein Gatter. Kickweh. Ja, das sind halt die berüchtigten Shortcuts, ne? Klug. Krass, dann hatte Death Counter 5? Nee, der von Maxim hat nicht gezählt. Haben ja, wir meiner hat nicht gezählt. Ich bin einfach schlecht, Leute. Ich tue immer so und dann zack ich extrem ass. Aber tatsächlich, also ja, jetzt im Nachhinein ist es wahrscheinlich eh so, wo ihr sagt, ja, klar. Aber tatsächlich wäre jetzt mein nächster Approach gewesen, hätte ich jetzt wirklich gesagt, okay, ich will ihn jetzt auf Biegen und Brechen besiegen, ja. Dass ich irgendwie herausfinde, ob er irgendeine elementare Schwäche hat. Ja. Und da wäre ich wahrscheinlich auch shoppen gegangen oder hätte geguckt, was ich habe. Und das Einzige, was man ja bisher kriegt, sind Brandbomben. Und da, ich glaube, das ist halt wirklich dann kluges Spieldesign. Weil ja, das ist nicht so weit hergeholt, wie man denkt. Und die legen das auch überall hin. Also. Ja. Man muss da einfach nur ein bisschen mal ausprobieren. Of course. Nein, dieser Smiley dahinter. Dieses ist gleich Klammer zu. So, jetzt kommt von rechts einer angesprungen, oder? Nee. Aber das ist sehr fein. Also die hier alle weg zu smashen. Du gehst aber ohne Flash jetzt. Also das ist ein bisschen okay. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich komplett stupid. Weil da oben ist wieder der Feuerbombenschmeißer. Ja. Ciao wie ciao. Ruhe bitte. Brandbomben sind generell gut in den Game, wird hier geschrieben. Mhm. Ja, also die haben auf jeden Fall ihre Limits. Können wir leveln? Ja, wir können leveln. Machen wir. Nö, geht nicht. 1200? Wo? Kann man, ich meine, gestern konnte man das irgendwo sehen, wie viel man braucht für nächstes Level. Da, 1400. Okay, nice. Unterschätzt das mal nicht. Nein, das passt nicht. Also wir müssen jetzt eine Bestrafung einführen, wenn wir das schlecht machen. So, also das Overusage ist ja hier... Oh, jetzt ist wieder so ein bisschen... Oh, jetzt wieder ein bisschen in den Arsch gerutscht. Ja, aber wirklich. Ach ja, oder ein bisschen Wasser verträgt die Area auch gut. So, und rein. Hm. Der darf nicht telefonieren. Das ist halt echt so, Junge, der hat Vodafone. So. Hau die alle um. Schön abfarmen. Geil. Immer 30 Seelen. 30 Seelen. Delicious. 30. Besser haben als brauchen. So haben wir es brauchen. So eine 2/3 Bombe. Was für eine Bombe? Die Bombe kostet 100.
ist ja schon drei Typen fast eine Bombe. Kannst ja einen Bomben ohne. Warum pennen die jetzt und warum haben die eben nicht gepennt? Du hast den Typen getötet, der die weg. Du hast den Wecker gekillt. Wenn dein Wecker tot ist, stehst du da auf? Ah, guck mal, da hat eine Brandbombe gedroppt. Ja, ich weiß. Und deswegen ist er oben auch gejoint. Krass. Ist ja heftig. Aber es ist immer noch Dark Souls, also pass auf. Mach mal Vorhersage nochmal auf. Ja, aber für was? Für was? Nee, die nächste Vorhersage dauert noch ein bisschen. Eben, das muss halt irgendeinen Grund haben. Aber du wirst jetzt auch so geile Sachen sehen, Mann. Die sind sehr schlecht. Ja, ist gut wirklich ein fucking die Wecker. Waren alle da. Den habe ich nämlich letztes Mal easy gekillt. Ja. Okay. Ach genau, ja, hier jetzt kann man nicht weiter. Hier kann man nicht weiter. Ja, true. So, und da habe ich Städte gesagt, naja, wenn man in Dark Souls ein Fernglas bekommt, sollte man das hier schon auch anwenden. Mhm. Willst du? Soll ich dir was erklären? Gerne. Dann los. Also. Mach mal Fernglas an. Aber hier ist noch nicht die geile Stelle dafür, die kommt ein bisschen später. Wo haben wir es? Hier, ne? Zack, benutzen. Juhu! Wie zoome ich rein? Das war's schon. Hey, Mann! Also Fernglas in Dark Souls benutzen, so. Du kriegst das, was du verdienst. Der Pepe. Der Pepe hat tatsächlich die gleiche Range. So, also. Ich glaube, so ein bisschen geht's noch, aber es ist nicht viel. Ja, es ist halt dafür da, dass man sich so ein bisschen mal umgucken kann, wo man vielleicht irgendwann mal später landet. So, ja, ne? Da oben zum Beispiel. Das hast du gut gemacht. So, actually. Da gibt's übrigens auch ein Emote für. Actually. Actually, ja. Gucke ich mir das wirklich mal von hier oben an. Ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Weil vielleicht kann ich da schon mir ein bisschen Informationen holen. Sehr gut. Buchstäblich Spionage. Versuch mal ein paar Tasten zu drücken, wenn du das machst. Eine andere Tasse. Leute. Kann man reinzoomen? Wenn ja, wie? Ich glaube, man kann es nicht, Leute. Alter, guck mal, da ist ein Finger. Ja, actually. Oh, mein, nach vorne beugen ist es. Das ist es. Das nach vorne beugen machen, ne? Bringt... Oh! Da ist wieder so ein Glockenmann. Glockenmann? Der ist Main Target Audience? Mhm. Ich wünsche, ich könnte mich dabei jetzt bewegen, nach rechts und links, weißt du? Geht aber nicht. Ich finde es krass, dass du es benutzt, aber es gibt später eine geilere Stelle fürs Benutzen. Okay, das heißt, man geht wahrscheinlich Turm runter und kommt dann da raus. Na, dann los. So, und der da. Entschuldigung, dich habe ich voll vergessen. Tut mir leid, ey. So warte, jetzt. Ich muss dir. Also, das Ding ist. Na, warte, naja, ich mach. Also, du. Guck dich einfach um. Ich level jetzt einmal. Auch schlau. Du will. Ich wette irgendwas mit dem Drachen. Der ist ja nicht umsonst, bin ja nicht dumm. Das habe ich gestern auch schon die ganze Zeit gesagt. Aber ich level jetzt erstmal einmal. Maxim trollt auch nicht. Ich trolle nicht. Ich mache eine genau eine gesunde Mischung. Also, ich gucke Max seinen Skill und ihr habt den. Ja, du hast den geschafft. Bist du stolz, dass du den geschafft hast? Nö. Na gut. Weil, wenn man weiß, wie, ist ja easy. Aber bist du glücklich, dass du das Wissen hast? Ist ein bisschen cringe, dass du gestorben bist. Ja, ist es. Aber warum bin ich gestorben? Weil du bad bist? Damit du es selber machst. Achso. Ja, das true. Eigentlich war es jetzt voll die gute Show-Einlage für mich. Ja. Ich habe Eis im Arsch. Du hast gesehen, was die Mechanik ist. Ich habe versagt, das erwarten die Leute auch. Der Feedscreen und so. You died. Was braucht denn nochmal das Schwert für Verbesserung? Das Leveln ging schnell. Ja, das war so. Max hat so schnell gelevelt. Die Frau hat so, ach so, okay, na gut. Ich habe gar nicht gelevelt. Der Gehirn war so. Das Gehirn ist gegangen. Aber es ist auch, also, ja. Was ich habe nicht gelevelt. Achso, so, bis jetzt. Hans Praise. Na gut. Ich würde jetzt eine Sache gucken wollen, ob ich die Wingblades verbessern kann. Mit der Titanitscherbe oder ob das was anderes war. Aha. Amen Nakoi. Geil. Guck mal, wie viel. Oh my goodness, das ist ja. Ist ordentlich. Plus eins. Wie hoch gehen die? 10? 15? Sag ich. 50. 50. Na gut. Glut kann ich halt anwenden, um... Glut wendest du an, wenn du sagst, ich habe jetzt alles verstanden, ja, wie es geht. Und dann mache ich das. Das ist auch so ein inneres Glut-Ding. Ja, ich glaube auch. So, machen wir jetzt Belastbarkeit? Oder nochmal Geschick? Nee, wir machen Vitalität. Vitali. Boom. Noted. Ihr müsst das alles noten. Ah ja, das ist ja cringe. Was cringe? Das cringe. Die. Bleh. Oh mein Gott, ja. Das ist schlimm. Naja. Jetzt bin ich dafür extra nach vorne gegangen. Ja. Und. Das ist nochmal cringe. Ja. Du hast dich actually bemüht. Ich habe mich bemüht und dann wurde ich mit Eis im Arsch bestraft.
Gönn. Oh, willst du auch? Bier? Dann müsstest du es hier holen. Das kommen wir auch spät wieder. So. Hätten Bock auf ein Bier. Sag mal, kleiner Tipp, wenn ja. du, nur wenn du willst. Lohnt es sich beim Drachen noch irgendwie Dinge auszuprobieren? Bei dem da? Ja. Das Wort ausprobieren gefällt mir nicht. Muss das also zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, jetziger Zeitpunkt. Es ist, hier ist alles immer jetziger Zeitpunkt. Okay, es gibt keinen, ich komme da Level 100 nochmal zurück. Really? Ja. Okay, dann muss ich da nochmal... Alter! What? Das ist lucky. Ich wusste gar nicht, dass ich die überhaupt droppen kann. Das ist ja crazy. Ich habe hier noch nie so oft die Leute getötet. Max 7, es ist nach 9, du musst ins Bett. Ich bin wirklich müde. Ich habe morgen Training. 6 Uhr. Machen wir mal 7. Mach mal 8 Uhr. Wo ist der Wecker? Da. So, auf dem Wecker. Jetzt. Jungs. Ist Zeit. Zeit. Zeit, das Zeitliche zu segnen. So, dann mache ich die da oben nochmal weg. Die Stühle sind so hell. Das ist crazy, ne? Moin. Die sind einfach so richtig, so wie reingefotoshoppt. Aber ganz schlecht. Digga. Tschüss. Direkt Punch Attack. Oh, der hat noch. Erstmal ein Stuhl. Zeig's den Möbeln, ey. Okay, also was mir halt aufgefallen ist, in Dark Souls 3 ist dieses Thema, also erstmal diese Verseuchung da. Das ist hier ein gesehen. Thema. Ist eklig, ja. Das hatte ja auch schon dieser erste Boss, right? Ja. Ja. Das heißt, die werden irgendwie verseucht und dann mutieren die weird. Und das hier erinnert irgendwie daran. Das also als ob der wegverseucht wurde. Ein bisschen, der qualmt doch so. Ja, genau. Also dieses Asche ist ja viel so das Ding. Ja. Bei Dark Souls. Zu L3. Ja. So. Deswegen, ich würde mal anzünden. Ja, mach mal. In die Achsel. Noch eine. Vielleicht in die Fresse? Probier mal das Gesicht da. Was macht ihr hier? Das ist so laut. Der dampft im Gesicht. Über den Flügel? Also, nee. Alter, Inhalt. Nee, das ist es nicht. Okay, jetzt genug Spaß gehabt. Leute, hört auf zu noten. Ihr notet hier nichts. Ihr notet hier nichts. Genug Spaß gehabt. Und wir gucken auch nicht. So, ich sag dir jetzt eine Sache. Also, das ist etwas, das ist wie die Feuerbombe, okay? Hm. Ja, dachte ich mir halt schon. Nur was. Ja. Warte, lass mir noch mal kurz überlegen. Ich lass dich überlegen. Also, wie hoch du kommst. Also, was sind meine Tools? Was habe ich? Was hast du denn für Tools? Erzähl mal. Ich kann mich heilen, tragen kannst, ist so Feuer. Pfeile. Pfeile, right. Kaputte Flask. Knochen. Fernglas. Glut. Genug Glut. Schabernack. Leute, Schabernack ist kein Wort. Doch, genug Schabernack. Nein, das ist einfach disgusting. Alles daran ist disgusting. Der ist halt kurz davor, zum Staub zu zerfallen. Mhm. So vielleicht sieht's du, aus. Da musst du kurz warten. Was ist denn hier? Komme ich da von vorne hin? Entspann dich mal. Also die Leute schreiben Let's go und Kek H. Guck mal, da kann ich rein, aber da komme ich dann nie wieder weg. Glaube ich. Soll ich Eis holen? Hä? Warte mal, von innen vielleicht? Ja, probieren wir von innen. Oh, der ist so cool. Der kann nicht mehr. Der kann überhaupt nicht mehr. Hä? Aha. Okay. Okay, cool. Ich hab's. Jetzt müsst ihr noten, Leute. Komplett durchgenotet. Wenn die da mal kichern mit ihrem scheiß Tee. Wieso? Ist okay. Prima, Max. Hast du sehr gut gemacht. Das habe ich beim ersten Mal, aber ich später auch nicht bemerkt. Aber das ist wichtig, was du da eingesammelt hast. Lies es bitte durch.
Nee, da war's schon, das war schon richtig der Anfang. Da. Goldenes Kiefernharz. Fügt Waffe der... Blitz, okay. Blitzverzauberung für die Waffe. Gut. Ja, Banger. Gut, gut, gut. Moin. Ja. Das Moin. Ist der Havel bei Amazon. Oh, Dark Souls. Full Dark Souls. Ihr seid solche Schweine. Der kommt einfach von denen. Ey, der ist lautlos. Das ist das Schlimmste eigentlich. Oh, ja, shit. Wirkt sorry. Mit seinem Face. Gut, wie geil. Du hast nochmal anvisiert. Ja, sehr geil. Scheiße, das ist eine Granate. Titanit. Titanit. Oh, Banger, Mann. Du kommst ja mit einer Waffe plus 100 raus, du. Könntest jetzt schon wieder leveln. Genug Geld habe ich auch. Ja, du bist ready. Einfach komplett ready. Was ist das denn? Mann, du schätzt schon mal die Fanbomben nicht hoch. So. Oh, moin, Leute. Machst du auf? Er dreht sich um. Wer ist er? Er wartet nur. Wie viel Glück kann man haben? Digga, ich bin Streamer. Glück? Das ist kein Glück. Ab heute habe ich Streamer-Lag. So ist das beim Stream, oder? Also doch, wenn ich share, hast du extrem Glück. Jetzt nein. Du. Doch. Oh. Oh. Alter, bewegen. Nicht bewegen ist gut. Weil du bist einfach starr. Du Servus. Machst das einfach übel schlau. Servus. Servus. Hm. Ich habe so Bock, die ganze Zeit die Elden Ring-Lampe anzumachen. Servus. Boop. Boobidi-bap. Boobidi-bip-bip. Hier war es jetzt noch gar nicht. Beep, pop, schnielab. Hier war es jetzt noch nicht? Nee. Geil. Geil. Geil, ich freue mich. Geil, geil, du wirst gefickt. Nein, du wirst nicht gefickt. Wortwahl! Wir sagen nicht gefickt. Psst, ey. Du hast es zuerst gesagt. Ich hab ja, aber es ist mein Stream. Prost. Prost. Wupp. Stark. Jetzt im Real Life. Ja. Du dumme Sau. Ich dumme Sau darf nicht lachen. Wir haben, ich kann weiß, bitte er mir, jetzt herkommen und der Typ mir leid, ich hab gelacht, das Lachen war zu laut. Focusrite hat gesagt, ich hab zu laut gelacht. Mein Gehirn hat zu laut. Oh ja, oh ja. Bam, 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 bam. Sehr gut. Mit Geduld. Mal wie viele sind. Alter Junge, aber die rennen alle weg. Na dann rein. Wir haben Angst, Angst. Wham, wham, das macht doch wunderbar. Moin. Alter, ganz hinten, siehst du das? Da kommt boah, ein Gezicht. Wie weit der fliegt. Alter, curved. Der war curved. Der war so ein bisschen anvisiert. Warum ist Atze 1? Alter, er kommt gerannt? Ja, doch nicht. Ist ja gerade jemand rechts runtergefallen? Ich glaube, einer ist legit gerade irgendwie rechts, hat die... War gerade irgendwas, ne? Das war komisch. Komm. Komm. Alter, gut, guck mal ganz kurz. Und jetzt freuen sich schon wieder alle. Der Chat wird ganz schön viel gegiggelt. Da wird viel gegiggelt. Und da wird ein bisschen... Ist das ein Teebeutel? Die Teebeutel. Die Teebag. Die sacken Tee. Die Spinnen Tee. Nee, die, wie heißt es? Spinnen Tee, Digga? Spin. Hier kommt gleich irgendwas reingesprungen, runtergesprungen, irgendwie sowas. Na, mal gucken. Also, du hast ja echt viele Gegner vor dir. Ja, das ist echt du musst crazy. So vorsichtig spielen. Also, du wirst mit vielen. Warte mal, was höre ich hier gerade? Was hörst du? Boah, Alter, die sind echt heftig, die Schwerter. Ja, wer weiß, die Maschelay. Die sind wirklich gut. Juhu. Juhu. Oh, bitte. Wie viele das sind? Wie viele Pfeile vor allem hat er? Er hat unendlich. Das ist leider designmäßig schwierig. Ich guck. Guck hier hin. Nein, ich will nicht. Oh, Gott. Oh, Mann, ich packe jetzt den Langbogen aus. Tja, gute Idee. Ja, so. Oh, das war Spaß. Nice Dodge. Du hast ihn in den Kopf geschossen. Prima. Ey, stark. Godgamer in Chat. Godgamer des Todes. Das war not bad. Bogen ist. Oh, ich höre Hunde? Hunde. Hinter mir? Ein großer Hund. Nee, es ist er. Oh, da kommt noch einer gesprintet. Der hat richtig Bock. Ey, du hast die ganze Passage gekillt. Alter Gott, Gamer. So. Tot. Einer so. Noch. Max, du hast das übelst stark gemacht. Also hier sterben Leute. Echt? Ja, weil es so viele sind. Really? Ja. Really? Ja, weil die normalerweise gibt es so Momente, wo die alle gleichzeitig triggern, dann rennen die auf dich und töten dich. Also die hören dann noch nicht auf. Du hast das sehr gut gemacht. Also das ist eine Passage, wo Leute wirklich verrecken. Deswegen habt ihr gegiggelt? Ja. Weil die weil normal, ihr da alle sterbt. So, es gibt so einen Trigger-Moment. Hm. Das ist so eine, geh mal, da ist so eine Stelle links bei der Kiste. Da ist dann ein Riesenproblem. Wegen der Fackel oder was? Ja. Ist echt so ein Lichtding, ne? Weil der die aktiviert hat, auch so eine Fackel. Ja. Und Holz wird... Und Holz wird heiß. Ja, Holz wird sehr heiß. Oh!
mir so Mühe gegeben. Er hat gerade alle gekillt. Leute, ich habe mir so... Ihr denkt, ihr könnt mich ficken. Hört er auf? Der ist jetzt richtig... Also normalerweise dachte ich, der fackelt dich jetzt ab. Der hat dich nicht abgefackelt. Ich habe dich so weit nach vorne laufen lassen. Warum hat er ihn jetzt nicht abgefackelt? Ja, was soll ich sagen? Normalerweise guckst du nur hier in der Fackel den ganzen Garten. Aber es ist interessant, die Leute sagen Game Audio war jetzt auch kurz weg, aber nur Game Audio. Also Reverse from... Hier, das wäre mit dir passiert. Ist doch scheiße. Okay, also da komme ich nicht weiter. Oh doch, da vorne ging es links rein. Also das nächste Mal, wenn er einen abqualmt, renne ich. Das ganze Audio weg. Ja, ich sehe auch, dass das ganze Audio weg war. Also du hörst jetzt auf, dich zu schreien, dich zu freuen. Man darf ihn gar nicht erschrecken. Sagen. Oh ja, war das schwer. Und du drückst. Also denk, stell dir vor, du bist im Wald. Wohin geht das? Und es sind überall Bären. Die Bären hassen, wenn jemand ruft. Tut das weh? Nö, ja, geht doch, oder? Ach du Scheiße. Prima. Prima, sehr gut gemacht. Aber sei leise. Inshallah. Macht das nach hier auch? Dreht er sich um? Ach, come on, man. Oh no! Dreht er sich um? Der dreht sich nicht um. Oh, der ist aber. Der hat den ganz, ganz engen Helm. Oh, der ist genau. Donk. Das schiert Gebäsche, ey. Ding. Das nervt doch. Das macht keinen Schaden. Ah, das ist Elden Ring, Jing. Elden Ring, ich bin tot. Okay, aber den krieg ich. Okay. Das war mein Telefon. Du hast mein Telefon runtergeschmissen. Sorry. Passiert. Guck mal, ey! Digga, du hast... Der hat's komplett im Arsch gemacht. Guck dir, Spider-Man-App. So. Bruder, der Fokus dauert nicht lange. Okay. Darf ich drehen oder willst du drehen? Ich dreh. Oder? Nee, du darfst. Okay. Geh los. Musik an. Die haben, glaube ich, so einen Rad im Bau. Das hat man schon mal. Die 1, ich darf den. Das sind 1300. Das war krass. Das war gut. Okay, aber Death Counter ein hoch. Gaming. 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 Gaming! Oh, Ton weg? Nee. Das war close. Das war auch close. Mann, wir dürfen hier nicht laut sein. Wir sind leider schlecht im Leise wirklich, sein. Es ist wirklich, es ist zack so hart. Man darf, normalerweise würde ich so viel mehr rumschreien und machen. Du hast aber alles gut gemacht jetzt gerade. Du hast gut gelesen. Du warst vorsichtig. Du hast dich erschrocken. Aber du merkst, der Weg. Man kommt rein. Da kommt wirklich rein. Aber der Weg ist schon. Mal schauen, was kommt. Mal schauen, was kommt. Was kommt. Erstmal kommt der Screen. Du hältst die Backen, Luigi. Ja, Achim auch. Am Knien beten. Wie ist das eigentlich? Also, willst du den Leuten die Bestrafung auch spoilern? Wir haben gestern gesagt, wir erleben es dann, wenn es kommt. Cool. So, da hoch brauche ich nicht. Finde ich einen guten Call. So, wer kam hier von hinten? Er hier, ne? Boah, der sieht so fertig aus. So, jetzt kommt wahrscheinlich der andere rübergerannt. Nee. Die Leute wollen einfach nur sterben. Okay. Welt ist cursed. Schon haben die so viele Tech-Speed, ne? Das ist weird. Ja, das ist irgendwie... Naja, machst du nix. So. Hier gibt es auch wieder irgendwelche Titanit-Echsen in Fässern und so, ne? Also es gibt sie. Sofort gegen sich. Direkt rein, Digga. Na, komm mal alle her. Ist er noch da? Oh mein goodness. Was denn jetzt erschaffen? Ja, dann let's go. Fucke sie ab. Hallo. Er macht das nicht. Was ist, wenn ich ihn abschieße mit dem Bogen? Probier mal. Jetzt schießt der da. Oh mein Gott. Ist er, der fährt ja gar nicht runter, der Pfeil. Ja, der, also das crazy. Das war ein Laserschuss. Ja. Ach, ich weiß nicht, ob der irgendwann verpufft auf so hohe Distanz. Komm rein. Oder zersäbel mich durch die Wand. Eins von beiden. Max ist übrigens 45. Weil gerade nach deinem Alter gefragt wird. Komm. Ja, so ist gut. So ist gut. Komm. Komm. Diese Schildmoves nerven, aber ich weiß nicht, ob du kannst jetzt nicht. Komm. Komm rein.
Ja, so ist gut. Toll. Ah, diese fucking Wände. Ja, das nervt. Wird schon. Nee, da wäre ja überall. Ah! Aha! Okay, die haben beide gedroppt. Das ist Pog, oder? Das ist Pog. Das ist doch Poggers. Ich lerne hier so viel über die Droprate von den Leuten, muss ich sagen. Das ist Pog. Oh, der, Alter, ist Pog. Guck mal, der da runter cooler. Jo, der ist ein bisschen am coolern. So. Ja, das ist zu spät. Mach nochmal, bitte. Mach nochmal. Ich weiß nicht, was deine Order ist tatsächlich. Hallo. Also er hat ja oben abgefackelt und unten. Wie langsam der sich bewegt. Oh, Alter, was ist der schnellste Pog, den ich je gesehen habe? Hm. What the fuck? Dieser, der rennt da durch. Dieser Speedy Gonzales-Pete ist ja geil. So, jetzt konzentrieren wir uns. Also ab hier bin ich safe. Na gut. Glaube ich. Wehe, hier, du sammelst die Seelen, dann sofort drei Bestrafungen. Okay, er kommt hier raus. Was ist denn da? Oh mein Gott! Mann, was habe ich gerade gesagt? Oh mein Gott. Hört mir nicht zu, so ist Max. Nee, weil er hier schreit. Ach so, ja. Oh Gott, ich hab's legit voll vergessen. Ist egal. Wir überlegen uns gleich, was wir machen. Ja, es waren 1300. Der darf nur auf 1300 runter. Okay. So, Freundchen. Eins, zwei. Ja, schauen. Noch 900 Mal anlassen. Na komm. Bam. Ah, da. Oh, das geht auch zu. Nimm Schild runter, Uli. Scheiß Ausdauer, wie langsam die regeneriert am Anfang. Du hast ihn, die Hyper-Armor. Face. Digga, der hat aber Poise. Der hatte Poise, ja. Na, aber bei der Rüstung. HP mehr. Ja, HP hat er nicht mehr. Da ist ein Bonfire bestimmt. Bonfire. Vom Bonfire. Bonfire. Zündet die Bude an von dir. Das ist echt ein geiles Emote. Hosen und eine Brandbombe, Junge, kann ich anzünden. Boom. Alter, was ist mit der Drop Rate? Actually. Der ist wahrscheinlich besser. Ohne rein. Du bist bei 65. Sehr gut gemacht. Guck mal, wie schön du bist. Dong. Digga, ja, stimmt, war ich ja schon. Hier kann man einfach nichts öffnen. Mhm. Also, man kann es öffnen, aber du brauchst einen Gurgel. Leute, ist keine die Leute sind einfach... Sterben und zweimal drin, ihr seid brutal. Die Leute sind einfach im Kolosseum. Im alten Rom. So. Ihr seid genug entertained. Löwen, Rigged. Holt die Bären. Holt die Bären. Entschuldigung. Nicht laut sein. Ich hab richtig Schiss. Digga, wer ist er? Chemnitz? Ja, nee. Das ist so ein kleiner Slicer. Ja, Leipziger. Ja, nur ein Decker. Aber er ist fair. Digga, ich gucke um die Ecke. Oh mein Gott, da ging es runter. Das war echt klar. Ich dachte, was willst du um die Ecke machen? Ja, guck mal da. Oh, wie staubt der aufwirbelt? Das ist nicht alles Gebäude. Du holst den Bogen. Ich kotz gleich, Max. Aber actually... Du spielst das halt als RPG. Das ist so lustig. Als RPG? Digga, ich spiele safe. Safe. Al-Safe. Al-Safe macht richtig lecker Halloumi hier in der Altstadt. Wirklich? Aber ja. Halloumi lange nicht mehr gegessen. Und Falafel. Digga, entspannt euch jetzt mal. Sind da unten viele Geräusche? Mann, da ist noch einer. Der rennt durch die Kuh. Wie schnell der ist. Das seid ihr. Das seid ihr. Tot. Oh, ihr seid nicht tot, Leute. Hm. Zeigt Ben, bitte. Das ist aber auch wieder so ein Untergrund, wo irgendwas durchbricht oder so. Ja. Du bist so paranoid, das ist heftig. Na klar. Das ist geil. Ich feier aus. Hier geht eine Nee, das ist ein Stuhl. Junge, wie viel Möbel? Wie viel Möbel? Wer hat so einen Fußboden hier zusammengeschustert? Hier geht's runter. Ey, du hast jetzt hier wirklich viele Wege. Du hast das da, du hast die Leiter und oben noch. Oben? Ja. Das, du standst gerade davor. Du hast um die Ecke geguckt, hast du gesagt. Was kreischt hier? Oh. Da ist wieder so ein Stein. Hier ist wieder so ein Steindrache. Ein paar Brandbomben da reinwerfen. Servus. Hier. Oh, er ist triggert. Alter, wie spät der zuschlägt. Das ist so schlimm. Das ist echt schwer zu rollen gewesen. Wo ist denn jetzt genau der Drache? Ist der über mir? Nee. Nee, den Drachen musst du zurück. Oh, guck mal, er hat was doch nicht. Beim Drachen musst du echt. Also, es wird irgendein Event kommen, wo diese Drachen hier entweder aufstehen oder verfallen. Oh, ja, ja. Na, das war's. Nee, du hast geschafft. Das war ein Kind. So kannst du schreien.
Das ist nicht. Nein! Ja. Nee, hör mal auf, du provozierst doch nicht. Aber ich habe vorhin aus vollem Leib und voller Seele geschrien und es ging. Ach, dahin ist er. Bei Dark Souls 1 gibt es auch diesen Drachen auf der Brücke, den man actually mit Pfeil und Bogen killen kann. Und dann kriegt man eine heftige Waffe von seinem Schwornik. Von deinem Schwornik. Und ich wette, das geht bei dem auch. Und ich könnte es einfach machen. Dann mach mal. Was mit Basti GAG? Da schreibt einfach einer Basti GAG. Haben wir einen Raid verpasst? Haben wir einen Raid verpasst? Stream halt. Sind wir dumm und scheiße? Danke für die Subs, Digga. Darf man Tipps geben? Darf man Tipps geben? Ja. Cool. Soll ich einen Tipp geben? Ja. Dann los, gehen wir zurück. Hier war Bonfire? Unten? Nee, oben? Geh mal hoch. Ich gebe noch einen. Er hat nach einem Tipp gefragt. Wenn er nach einem Tipp fragt, finde ich es okay. So, du hast hier gegen die Wand geguckt. Ja, stimmt, hier kann ich raus. Hm. Wir sind einmal nett. Wir sind böse, Vala. Nett, böse, nett, böse. Vala. Ui, so. Ui, oh. Jetzt nimmst du den Bogen. Ja, ich muss erstmal Pfeile kaufen gehen. Nö, das reicht. Das ist so ein, der hat so Schwachpunkte. Geh mal hin. Muss aber übelst nah ran. Das ist jetzt aber schon ein großer Tipp. So, und jetzt ein bisschen höher, höher noch. Geh mal, versuch mal hier, das da. Da. Fünf schafft er aber, glaube ich. Dann los. Ein, weiter. Noch ein. I tried. Ich hab's versucht. Leute. Du hast übel viel gelernt. Ey, aber. Also, Touché? Touché, war gut, oder? Guck mal, ich hab dir was gegeben. Oh, das war aber ein großer Tipp. Ich hab dir was gegeben und ich hab dir ein bisschen was genommen. Ist doch okay, oder? Leute, aber. Du wärst ja daran vorbeigelaufen. Ich hab das Bonfire aber schon im ersten Playthrough nicht gefunden. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe ohne das gespielt. Was mit Zombie? Die Leute schreiben, was ich GAG. Ich hab's ganz Zombie. Kurz auch gesehen. Ja, irgendwie, wir verpassen es ja vor alle Raids der Welt. Ja, wir sind dumm. Pass auf, was ich sagen wollte. Wie geil, was ist das für eine geile Hommage an die Dark Souls 1 Spieler? Mhm. Oder? Weil jeder Dark Souls 1 Spieler, der diesen Trick kennt, probiert das und wird gebumst. Ja. Zombie ist da. Aber Zombie, ich grüße dich. Dankeschön. Der müsste... Chillt hier nur, kein der Raid. Der müsste... Aha, sehr gut. Oh, das ist so eine Hand, guck mal. Geh mal oben bitte auf. Boah, mit der einen Maus. Unten ist dieses Zahnrad. Das ist. Nee, das große C. Unten in der Taste. Ja, ja, das große C. Boah, das ist aber ein großes C. So, und oben ist ein Reiter VIPs. Da. Nein, Cancel. Cancel. Da ist Zombie. Zombie chillt hier nur. Kein Raid. Ich werde jetzt gebannt. Soll ich Zombie bannen? Bann ihn mal. Bann den Backpack. Boah, jetzt ist das Moobot. Soll ich Moobot bannen? Nö. Na gut. Dann Zombie. Übrigens. Oh, das ist aber ein große Buttons. Block Ignore Highlight. Die sind riesig. Oh, da steht so groß Block da. Guck mal, ich kann deine ID lesen. Wollen wir die ID vorlesen? Von Zombie, ne? Dann wissen wir, wo er wohnt. Er folgt dir seit gestern, ja. Seit gestern folgt mir Zombie. Boah, das ist aber schwach, oder? Du bist schon Zombie, seit Digga. 10 Jahren am Stream. Zombie, du musst einmal Rad drehen. Guck mal. Backpack, wann den weg. Sehr gut. Okay, cool. Ja, dann danke. Bitte? Soll ich einmal so lange leveln, bis ich 1300 habe und mich hier einmal killen lassen? Ich glaube, das wäre nice. Ich glaube, du musst einmal leveln, dann stirbst du das reicht dann. Ja, genau. Das reicht eigentlich ziemlich genau. Nee, du musst... Ach so, schön. Guck mal, Nikel. Die Nicole, die macht einfach mit. Mit ihm hier. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist aber ein besseres O7, oder? Nein, das ist dieses scheiß M&M. Ich war noch nie so nah dran, Entschuldigung. Ich sehe immer nur so einen gelben Punkt und einen weißen Strich. So, ich habe einen kruden Edelstein. Ich könnte jetzt die Krut machen. Na, dann los. Dann habe ich bis ins Midgame auf jeden Fall schon mal, glaube ich. Krut macht man ja, ist im Long Run scheiße. Und... Guck einfach mal, was passiert. Vier. Aber ich kann ja durchwirken. Genau. Kannst du ein bisschen Mathe machen? Oh, Guck mal, auf 137. Das sind jetzt 10... Sind wahrscheinlich noch zweimal aufleveln? Nee. Das Ding ist halt, du hast dich ja quasi selbst outplayed damit, weil du hast ja Punkte in Geschicklichkeit gemacht. Ja. Ach so. Die sind jetzt ja natürlich verpufft. Ja, das ist nicht worth. Die Grundidee ist aber richtig von dir. Ist nicht worth. Ja, Crude ist halt so für Early Game Boost geil, ja, ne? Ist ja auch hier besser gemacht. Ja, cool. Ja. Weil ansonsten habe ich mir auch immer gedacht, so, warum sollte man das machen? Also jetzt mal ehrlich. Ja, hier ist das actually sehr gut gemacht. Also ich erkläre dir nachher mein Actually. Also ja, Entschuldigung. So ist das denn? Nee, du hast gerade actually gesagt. Actually. Du musst leveln, du hast vergessen. Los ja, jetzt. Ja. Also eine meiner Lieblingswaffen
die ich gern spiele, die habe ich zum Beispiel auch Kudo gemacht. Ah, okay. Und das krass. Sehr, sehr lang. Okay, krass. Wit. Ja, komm, das passt. Das haut hin, Leute. Das sind 200 Seelen. Dann gehe ich jetzt einmal Suicide. Das zählt dann aber nicht als. Das ist einfach nur, um mein Fauxpas zu negieren, ja. Dass ich Bums den Dings aufgesammelt habe, die Seelen. So, Amena. Amena, Gold. Auf der Mauer. Alter, du verbrennst die Zeit viel zu schnell, Max. Ich habe auch hier falsch geparkt. Das ist krass, oder? Ja. Nutzt das Darksein? Das geht auch, aber ja, das stimmt. Da teleportierst du dich und verlierst all deine Seelen. Oh, true. Ja, verliere Seelen und kehre zurück. Ja, true. Dann geht's los. True. Zombie. Aber nee, mach nicht Five das. Mach Five Head. Nee, da bist du wieder beim Feuerbrandschreien. Scheiß drauf. Okay. Five Head in Chat. Three Head. Das sah auch cool aus, ja. Acht Head. Du musst dich da aber nochmal umschauen, das ist mein letzter Tipp, schwöre überleben. Hier? Nee, dort. Achso. Schwöre überleben. Also er müsste es nicht, aber ich will ihn... in der die alle Ding Rad drehen. Warte mal, was ist das? Das ist ein Alien-Cop. Digga, das ist Five-Head. Das ist aber unangenehm, oder? Oder Three-Head oder irgendwas. Das ist Zombie. Ja, aber der, also der sieht aus wie ein Alien. So, ich soll mich hier umgucken. Ja. Hier geht's wahrscheinlich irgendwo runter, raus. Hier. Nee, da kam ich hoch. Achtung! Furz? Furzt du? Soll ich ziehen? Nein. Röps? Ja. Wo bleibt er? Mit Ankündigung, was ist das? Kommt nicht. Ja, aber das ist gerne, der Kopf davor geneigt war so. Alter, Digga. Ja, hier ist alles voll gecrampt mit Shit. Ist das geil. Zombie, was hältst du davon, auf Faith zu gehen? Ah ja, hier sind ja Leute. Scheiße. Wo ist er? Komm mal her, Spazi. Dahin. Komm mal Spazitatzen. Her. Juhu. Oh, der wirft geil. Oh, bist du krass. Ja, Haus kaputt. So, jetzt komm. Kiste muss weg. Komm. Nice ja, Dodge. Schlitt. Oh, und jetzt da drüben. Oh, ich höre deinen Schaden jetzt schon. Zombie, was hältst du von Faith? Ey, ich gehe immer Faith. Geil. Full Faith. Weil ich hab's noch nie gemacht in so einem Dark Souls Let's Play von mir. Juhu. Oh, Juhu. Wurfmesser machen, aber keinen Damage. Digga, die nerven einfach. So ey, Max. Steck den weg. Komm doch. Ich bin auch schnell. Oh, der ist schneller. Der ist wirklich schneller. Oh! Look at him. Jetzt fressen die ihre eigene Scheiße. Ist gleich 21 Uhr. Ja, muss aufpassen. Die fressen jetzt ihre eigene Scheiße, Junge. Oh, da müssen sie aber viel fressen, glaube ich. Wo ist er? Wobei, du hast Geschicklichkeit. Wo ist er? Ja. Na gut. Ja. Oh Gott, die staggern ihn nicht! Das war surprising. Surprise. Guck mal, wie viel da drin stecken. Ist okay. Die bleiben in den Leuten drin, die Messer. So. Hast du Monster Hunter World gespielt? Ich werde ständig gefragt darauf. Das ist crazy, oder? Das wird gerade ich glaube, weil Asmongold das genau, Asmongold spielen. Ist gespielt, aber die haben auch neuen Content. Und ich habe 2 Stunden Monster Hunter World gespielt und du bist dann quasi immer noch im Tutorial. Aber oh, das heißt sie an diesen Games. Ja, es ist super grindy und super. So. Ich glaube, wenn ich verliebst, ist Banger. Aber ich das ist eine Leiter. Ich habe mich nicht. Das ist eine Leiter, gut gesehen. Ich bin übelst schlecht in Leitern. Aber wo ist der Dude? Weiß ich nicht. Wo ist der Dude? Warte, kommt die Leiter oder was? Hä? Und da rechts war doch auch einer. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Deine Augen werden hier wichtig sein. Ah! Oh, der ist doch schon wie so ein Comic. Er ist dann plötzlich da. Alter, wie der die Fresse haut. Das ist ein stummes Messer. Aber rechts kam da auch noch mal einer. Digga, du bist so ein Nacken, Alter. Nee, komm, jetzt hör auf. Und dass ich mich immer hitten lasse, ist so bad. Ja, passiert, die sind halt auch schnell. Du hast jetzt halt nicht so die Waffen, die One-Shot. Okay, was geht hier? Das hat sehr viel Consistent Damage. Auf die Dächer. Auf die Dächer fertig los. Na gut, oder in den Keller könnte ich. Aber ich gehe auf die Dächer. Keller? Ach, Keller geht's auch noch, ja, du hast recht. Aber noch eine Leiter nach unten. Haben die Leute geschrieben. Ja. Haben wir auch gesagt, wir haben 3 Wege. Das hat zum Bonfire aber gemacht. Jetzt ist der eine Weg und dann gibt es noch den Keller. Wo ist er? Der Arzt ist da hinten, ne? Ja. Der Feuerarzt? Hast du vor dem so viel Schiff? Ja, ja, safe. Da haben wir so jetzt genau. Oh! Verstehe. Nice call, war gut.
fühlt sich Wissen an. Es ist so geil, Digga. Oh mein Goodness, die droppen Mann. Immer eine kleine Titanitschäbe. Das ist ja der Wahnsinn. Das sind 1000 Seelen, by the way. Kann man verkaufen? Hab ich doch am Anfang gesagt gestern. Das stand doch riesengroß da. War ein Reiter. Walla Krise. Huh. Oh, Echse. Du hörst Echse. Sie. Sehr gut, da ist er. Fest. Nein. Machst halt null Schaden. Reset. Oh, die juckt dich. Wenn du jetzt runterfällst wegen der. Oh, Gott bless. Guck mal, was du kriegst. Noch ein Kuhn. Ja, ist Abfall, du hast schon einen. So. Aber ist gut. Nice. Double Crew. Das hat Max sehr gut gemacht, Leute. Da könnt ihr mal loben. GG. Das war super schnell adaptiert. Gleich die Feuerbombe raus. Haben sie safe. Ja, schmeiß den runter. Toll. Da unten? Oh, Junge, was da alles. Oh mein Gott. Okay. Oh, no. Look at him. Wenn du den, der hat alle umgebracht. Wenn du den machst, bevor ich weg muss, wäre stark. Der hat. Hier geht gar nichts auf Zeit. Von dir? 10? 50? 7? Warte mal. Nee. Das wäre geil, wenn es eine Leiter geben würde, die umkippt, wenn ich umkippe. Das wäre echt schön. Also. Oh, eine Mimikleiter. Hier hätte ich mal mit Tolkien einen guten Tod gehabt. Wenn der 5 HP gehabt, geht die Leiter runter und wird erschossen. Das war einfach blöd. Ach du Scheiße. Schöner Gangbang. Ey, der wollte den anderen töten, ist der dumm. Oh Gott. Juhu. Bonk, bonk. Nice, Bro, das war wichtig. Oder was droppen die? Was hast du? Oh. Ist nicht schlecht. Das ist die, ja. Die Ritterstab. Ja, das schätze man nicht. Ein Schwert ist ein Banger. War meine Lieblingswaffe in Teil 1. Ja, Pick. True. Das habe ich gesehen und habe es nicht verstanden. Weil für mich gab es keine langweiligere Waffe als Langschwert. Ja, die war gut, gut, gut. Ja, aber du hast da ja alles. Du hast da ja wirklich literally alles an Waffenarsenal. Das ist ja übel geil an Dark Souls. Das stimmt. Oh, okay, da unten ist wieder so ein Atze. Hm. Punch Attack. Oh mein Gott, da sind noch mehr Atzen. Aber die sehen tot aus. Punch Attack. Ja, hier jetzt einfach mal springen auf Lock. Was gibt's denn hier drinne? Hier geht's auch lang. Guck mal, wie viel, ne? Das ist so krass. Alles es ist vor 1000 Wege. Ich hab noch 80 zu gehen. Fast, ja, du musst ja das aufschreiben. Ey, es ist. Schwarze Bombe. Memo. Scheißkissen, guck mal. Scheißkissen. Diesen Saal haben sie nicht verdient. Oh, wer ist das denn? Oh no, Digga. Who's dead? Wer ist das, Mann? Ich weiß nicht, ob ich den machen soll mit einem Trank. Das schaffst du. Glaub mir nicht. Leute, GG's. Spams, Karl in Chat. Und noch ein bisschen Elegigel. Gibt's Elegigel noch eigentlich? Nice, good roll. Noch besser. Überragend. Jetzt wird 35. Oh, will ich aufschließen. Der rennt in den anderen Raum zu den anderen. Oh, fuck, ich wollte den backstabben. Oh, go! Ja, das war ein Banger-Move, muss ich sagen. Ja, schön die Leiter hoch. Ich hab so Schiss, Mann. Das ist so dumm. Kommen die hoch? Kommen die nicht hinterher? Naja, also ich glaube, der will hoch. Oh mein Gott, ich ficke sie so hart. Wortwahl. Gottgamer. Wortwahl hat ja auch recht. Bitte Visieren an, bitte Visieren an. Ich darf nicht runterfallen. Oh, geil. Bitte dabei nicht runterfallen. Bitte dabei nicht runterfallen. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Komm mal hoch. Ja, mach doch jetzt hoch. Oh mein Gott. Aber er kann sein Schild nicht wegtun. Er ist so ein Trottel. Dann Plunge Attack. Tschüss. Oh, das hinterher. Dich, dass die ganze Bomben benutzt. Das liebe dich. Bam! 130! Stark, Mann. Weißt du, was passieren kann? Ich kann manchmal Potions droppen. Wie so eine extra Potion? Ja, zum die füllende Flasche. Achso, einen wieder auffüllen? Das ist ja übel geil. Aber übel rare. Also bisher, du hast schon genug gekriegt. Ja. Mit deinen Scherben. Du solltest keine Potion mehr kriegen. Das war GG, Leute. Das war schon sehr Gottgamer. Komm bitte her. Gottgamer! Komm bitte her. Rein. Komm her. Der wird nicht herkommen, der hat ein Ranged Weapon. Wo soll der herkommen? Aber wenn ich jetzt auf ihn zurenne, kommt von links hinter der Ecke einer und sticht mir in den Rücken. Guck, der kommt, nicht. Der kommt. Und jetzt. Was ist der? Der hat keinen Bock. Wer ist da? Der hat keinen Bock. Jetzt hat dir das Spiel kurz was beigebracht. Ich hoffe, du hast es gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Prima. Und Totenjäger-Amulett. Das ist wichtig. Das ist bestimmt für ein Eid, oder? Das ist übel wichtig. Okay, erstmal ist ja alles safe. Ich höre Steps. Na, egal. Ich höre dicke Steps. Dicke Steps? Das ist, glaube ich, von dem Typen da unten, den du gesehen hast.
Das kennst du schon. Das kennst du schon. Das kennst du schon. Das kennst du nicht. Blockiert bedingt Estus Regeneration. Estus ist doch unser Heilzeug. Und es blockiert, dass sich das Heilzeug auflädt. Oder was? Das ist heil. Digga, ich höre Steps. Das heilt uns. Nee, das heilt. Das verhindert Heilung. Ja, von Gegnern. Oder was? Sieht doch hier, blockiert. Estus-Regeneration. Estus-Regeneration ist der hier. Also das PvP-Item. Ein bisschen. Also du meintest gerade, es ist übel wichtig. Das ist useless as fuck. Digga, halt doch dein Maul. Wobei, so ein Faser. Also ich meine, wenn du später den Online-Mode reinmachst, dann kannst du natürlich die Invader bewerben. Ja. So, das ist in Ordnung. Wer ist er, Alter? Er ist müde. Übelste Atze. Geil, wie du spielst. Wieso? Na klar, Digga. Jetzt kann ich schon lange wieder. Ich brauche ein Bonfire. Bonfire. Ja, Bonfire bist du ganz nah. Nice. Ich habe aber langsam bin out of Estus. Oh, du hast, also vielleicht kriegst du ja so einen Lucky Drop. Manchmal hilft das übelst, oder? Irgendwas ist gestorben, glaube ich. Nee. Ja. Was geht da unten? Da unten ist immer noch der Typ. Das ist übrigens ein einer, also so eine Art von den Engeln geschickter von der Story. Hier wurden ein paar Engel provoziert, deswegen sind da unten ja auch alle tot. Mhm. Weil der hat die richtig. Der hat die alle ge. Na, Wortwahl. Geflebedi flappt hat er die. Geflaked. Stark. Kriegst du Durst. Flügelritter ist das. Aber das wird sich erst ganz spät auflösen. Dann ist das ganze Gesocks, Leute. Aber du hast ja, wie viele Granaten hast du dabei? Ja, true. Los, ich habe ein Wurfmesser. Aber ich würde gerne zum Flibidi kommen. Zum Bonfire. Das musst du dir erarbeiten, Homie. Grüne Blüte. Das macht bestimmt, das heilt Vergiftung oder so bestimmt, oder? Fast. Schlange für. Oh, oh ja, true. Kenne ich ja noch. True, true, true. Oh, wer ist er? Aha. Also, wenn es zum. Pass auf, wir machen das jetzt so. Es ist jetzt 47. Wenn es zum Bonfire schaffst. Oh, moin. Nicht, und dabei nicht zurückgehst, dann machst du eine 50er-Bombe. Vom Handy aus. Du stirbst nicht. Oh, da war was. Von Item her. Das ist ja geil. Ist es so weit weg noch, ja? Geht. Na gut, aber es war jetzt ein Knowledge Run. Man braucht immer zwei Anläufe zu einem Bonfire, so ist es halt. Meine Lieblingswaffe, ne? Reitschwert? Ja, das ist richtig geil. Das ist krude, meine Lieblingswaffe. Echt? Ja. Ja, und da unten sind die jetzt alle. Die das riecht Party, ne? Guck mal. Das ist ein Hund. Und dann noch zwei Axttypen. Oh, ich habe kaum. Ich bin Half-Life. Ein Breitschwert ist Banger, Leute. Das ist richtig geil. Das ist richtig Spaß. Übel hohe Base-Werte. Weil hier geht ja. Es ist immer plus 10%, wenn du eine Waffe verbesserst. Und das Breitschwert macht. Oh, das ist geil. Ich liebe das. Komm hier gleich, Alter. Servus. Moin. Servus, moin, Leute. Oh, nein, Mimik. Nein, gut. Du hast trotzdem aufgemacht, ne? Ja, währenddessen habe ich überlegt, war vielleicht nicht so schlau. Servus. Das ist sehr gut, dass du den jetzt gemacht hast. Er will dich beschmissen, nicht scheiße. Aber jetzt bist du er. Ja. Jetzt bist du er. Oh. Wieder irgendein heftiger Typ ist hier. Irgendein richtig heftiger. Ist er das? Nimm mal das Fernglas, das brauchst du jetzt. Das ist wichtig. Da unten ist ein Item. Also wenn du das... Also es wäre krass, Leute. Sollte ein Bonfire-Emote geben? Bruder, das sind richtig viele. Das sind richtig gute auch. Bonfire-Emotes sind auf jeden Fall da. Also ist es mit dem Gegenlicht so schwer, alles es, zu sehen? Ich hasse es auch, ja. Ich glaube, ne? Ja. Also drüben ist noch schlimmer. Hier ist es richtig schön. Bist du auf Stream? Ich höre halt richtig fette Steps. Ich glaube, das ist immer noch der Typ draußen. Wenn es so really? Richtig schlimme sind, ist der Typ draußen. Also hier ist, glaube ich, nichts. Okay. Ich schmeiße mal einen rein. Probier mal. Mach mal eine 50er-Bombe rein.
Ich hau da jetzt mal eine 50er Sub-Bombe rein, Leute. 50er Brandbombe. Geil, macht deren scheiß Müll. Guck mal, aber sie gehen dahin. Ja, ich sag ja, Ton ist es. Hab ich's gesagt oder hab's gesagt? Jetzt wird auch noch. Good luck with that. Die haben gutes Pairing, soll ich noch dazu sagen. Ich merk's. Ah, oh, der predicted. Du hast noch 6 Stück. Stark gemacht. Du hast sehr, oder actually banger war das gerade. Du hast es so gut gemacht, dass der andere sich eingekackt hat. Hey, hey, hey. Nicht schubsen. Nee, komm, dann machen wir so. Der Reach war not bad. Stark, Max. Well played. Hättest du eigentlich mal eine Flask verdient. Die Hellebar, die er sagt, kann die doch droppen. Ja, aber es sackt übelst. Nee, oder probier die. Kennst du die Hellebar, das Teil 1 ist gespielt? Ja, die ist OP. Die ist geil. Aber geil hier, für Quality Build, glaube ich. Hier wurde die übergenommen. Okay. Fühlt sich ganz. Aber halt die Range. Man kann mit der Range so viel machen, wenn man so spielt wie ich. Ja. Wirklich. Ich glaube, es ist nicht so. Guck mal, ob du die führen kannst. Nee, aber die geht wahrscheinlich auf Quality oder Stärke, ne? Nee, du musst doch, glaube ich, dual wielden. Du kannst sie dual wielden. Also kannst sie zweihändig machen. Ist geil, probier mal. Ich meine, du hast sie jetzt noch nicht verbessert? What? Hä, wieso ist sie immer noch scheiße? Das ist falsch. Wie viel Stärke hast du? Ich kann die doch führen, alles gut. Hä, das ist ein Riesenkreuz, Bruder. Ja, ich glaube, das ist für einhändig, oder? Nein. Mach ich jetzt ultra wenig. Du guckst jetzt deine Stats nochmal an. Ich habe 10 Stärke. Okay, das erwöre ich nicht. Und die braucht... Sie braucht 16. Du hast 15, also zweihändig. Du hast legit zu wenig. Wie viel Prozent braucht man denn von dem angegebenen Wert, damit zweihändig 50 Prozent wird aufgerechnet. Ich weiß noch nicht mal, ob die hochrunden. Ich weiß nicht mal, ob 11 reicht, 11 Stärke. Also bei 12 schaffst du es safe. Warte mal, wo steht, wie viel ich brauche? Ich sehe es nicht. Achso, da. Da, 16, ja. Und die Hälfte brauche ich? Nee. Meinst du brauchst, gerade 50 Prozent? Du brauchst 16, aber du kriegst... Du hast 10 Stärke ja. Und dann 50% da drauf sind 15. Das heißt, du hast zu wenig, wenn du zweihändig führst. Ich weiß auch nicht, ob wird aufgerundet. Das ist ja wilde Mathe. Leute, könnt ihr sagen, ob 11 reichen würde? Ich sage 12 safe, aber 11 weiß ich nicht, ob es aufgerundet wird. Hundi? Wow, wow. Na komm. Digga, der ist so. Manchmal reicht es, wenn man einen Step zurückgeht, ja, aber es gibt auch unterschiedliche Doggos. Manchmal springt er einfach 100 Kilometer hinterher. Ja, schon wieder, ey. Ich weiß nicht, eigentlich ist jetzt der Punkt, wo ich safe lieber zurückgehen sollte zum Bonfire. Es gibt jetzt halt den Entertainment, Max, und es gibt halt den... Du willst mich schon wieder reinbaiten, ich merke das. Den Matteo, Max. Ach, schade. Man kann sich nicht so an die Rand schleichen, wirklich, ne? Ciao. Das ist sehr wenig Leben. Wait. Geh falsch. Hast du nicht so einen goldenen Trank? Ich geh Warte. Falsch. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wie geh ich denn? Ja, es war der beste Try, glaube ich. Das war sehr gut gemacht von dir. Dass du so lange... Aber es, du warst actually unlucky. Also, weil viele kriegen da schon eine Potion zurück. Echt, ja? Das war schon sehr unlucky. Digga, ich sterb am Fall. Aber ich glaube, es war... Also, ich hatte die Wahl, entweder ich fight ihn jetzt, bin one-hit, in übel engen Gang ist immer shit, oder ich probiere da runter zu springen und hoffe, die Höhe reicht, dass man noch keinen Schaden kriegt. Ja, also, dass du es mit den Ressourcen gemacht hast, war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Dafür, dass quasi null Knowledge da ist. Es geht wieder los! Machen wir nochmal? Gönnst du nicht dem Tierheim, oder? Doch, gönne. Entschuldigung. Ich hätte jetzt den Tierheim gegönnt und dann nochmal gedreht. Ja, aber du kriegst es ja auch nicht. Das ist richtig. Also, was ist denn das, Junge? Als ob ich hier dein SM-Sklave wäre. Max gönnt nicht. Drehen wir nochmal? Drehen wir nochmal, oder? Drehen wir nochmal. Leute, ich eins für nochmal drehen. Alter, Maul, ey. Ich darf nicht lachen, sorry. Ist zu laut. So. Guck mal, da sind ganz schön viele Einsen. Komm, ich dreh mal. Ich dreh und du entscheidest. Digga. Tut mir leid, ja. Das ist Social Forcing. Wie viele Seelen waren das eigentlich? 1300. So wenig? Ich hab doch alles weggeböllert. Okay, welcher Weg war das jetzt? Das war... Stimmt, du musst dir das merken, Mann. Ich kann das so heftig auswendig. So. Oh mein Gott! Ihn gibt es wieder! Okay, ich gebe jedes Mal, ja, das ist kein Black Knight. Wir sind einfach...
Das ist ein Standard-Homie. An dem vorbeigerannt. Oh mein Gott, ich hab die hier hochgebaitet. Er hat mich die ganze Zeit... Wir sind Anfängerstreamer. Ruhe. 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 Wir brauchen ein Bild für ein Emote für Szene. Also entweder es kommt Zähne. Habt ihr ein Zahn-Emote, wo man Zähne sieht? Dicker, kann er bitte... Also so wie Zahnarzt? Ich will nicht, dass er hier reinkommt. Chef-Counter. Oh, ihr seid so viel bessere Streamer als wir. Wir sind einfach nur dumme Schweine. So. Fixed. Oder ich gehe jetzt in den Keller. Aber ich werde meine Seelen erstmal holen. Oh, das ist nicht schlecht. Der hier ist gut. Tuf. Das ist einfach ein Zahn. Tuf, warte mal, Tuf, ist Tuf was? Tuf hast du nicht. Einfach ein Zahn, Dick. Das ist eine Zahnbürste? Da ist ein Zahn. Ja, sag ich ja. Danke. Aber es müssen viele sein. Ja, sehr gut. Huge 64 hat es begriffen. Komm her. Komm. Komm. Du hast noch ein Messer jetzt in der Hand. Pass auf. Komm. Och, Leute. Die Zielkopf. Oh, fein. Ja, mal brechen. Ah, sammelt seinen Scheiß ein. Das gedroppt. So, moin. Gibt dir einen kleinen Baby-Tipp? Kann ich ihn vorher hätten. Vorher schon, dann fällt er runter. True. Das ist in Dark Souls 1 auch so. Das war nicht so. Bei Dark Souls 1 haben die iFrames gehabt teilweise. Hm. Wenn die das nicht wissen, dass du da bist, dann ja. Wenn die hochladen, sind iFrames. Er ist aber weg, oder? Kommt er nochmal? Dann könnte man unendlich die Titanitscherben fahren. Ah, vielleicht kommt er wieder, aber er droppt es nicht. Drei. Musste ich hier lang? Warte mal, wer ist es? Wer ist es? Der Nackte. Der Nackte? Der Nackte. Ist der Nackte. Der Nackte, Digga. Mein Bogen ist weg. Wo ist denn dein scheiß Bogen? Wo ist mein scheiß Bogen, Digga? Hallo, ich will ihn anvisieren, das bitte. Ist, du kannst auch wie Twitter. Ich kann den nicht anvisieren. Oh! Du kannst ja noch ignorieren. Kannst du noch ignorieren. Das ist bloß übel laut. Ja, Lautstärke ist hier ein Ding. Neues Ding. Krass. Aber das ist hier so die schlimmste Stelle auch. Krass. Klassenfahrt. Kennst du? Krass Klassenfahrt? Ich kenn das nicht. Warst du früher auf Klassenfahrten? Ja. Fand ich immer geil. Fand ich immer richtig nice. Habt ihr auch Skifahrt? Skilager gehabt? Nee. War ich immer krank. Absichtlich? Nee. Ich hab richtig gekotzt. Deswegen kann ich kein Skifahren. Ach du Scheiße. Ach, hä? Kannst Snowboarden, hab ich mir selber beigebracht. Kannst basically auch nicht. Ich dachte mal, kannst Snowboard und Skateboard-Skills miteinander kombinieren. So, jetzt kommen die Jungs ja hier alle hochgeklettert. Dann. Baller mal gut ist? Das Spiel hat, finde ich, eine gute Lösung gefunden. Situation. Ich kann jetzt auch nicht aufhören, Leute. Ich warte noch, bis wir die sehen, aber dann ist es mal geschlossen. Ah. Das vermisse ich so ein bisschen. Die Sounds vom Treffer von Teil 1. Ja, stimmt. Er hat immer übel gestöhnt. True. So, oh. Das war so bad. Hier bin ich nicht runtergegangen, ne? Nö, bist du nicht. On fire. Aber wir haben noch alle vier Estus Flakons. Hier war ja nichts. Das hast du eigentlich ja. So, jetzt kommt der Lanzenheini. Oder er ist gone. Unterschätze ich ihn auch nicht. Den unterschätze ich nicht. Jungs. Strafe? Wieso Strafe? Hä? Was wollen Max, die? Max hat alles richtig gemacht. Er darf einsammeln. Er hat 20 Euro ans Tier eingegeben. Jeetet. Wieso vor? Warum rennt er gegen den Stuhl? Er hasst Möbel. Da kann ich auch nicht sehen. Du hast den Helm, du weißt doch selber. Oh, ich bin ja so schlau. Und jetzt? Plansch. Oh mein Goodness, der kann ja hochhauen. Und er rennt. Ist ja dumm zum Klettern. Also musst du 180 machen, wenn du weiter weg bist. Das schaffst du. Guck mal, der erwartet dich nicht. Bam, deine Mutter. Und jetzt wieder hoch. Ach, scheiße. Das schaffst du, glaub an dich. Nee, da habe ich komplett gefettfingert, gepanickt alles. Scheiße, das war richtig bad. Das war richtig bad, aber vielleicht ist eine geile Strafe. Vielleicht ist eine geile Strafe. Death Counter. Halt sie, Panik. Kurzzeitgedächtnis. Nicht alt, oder? Eis?
Ist Eis schlimm? Nein. Du schaffst das. Ich sag Eis. Du schaffst das. 13. 13. 13. 13. Pech. Eis. Eis im Arsch. Übel wie Pech. Digga, das hatten wir vor 3 Minuten. Also, da war's die Spende? Was? Die Spende? Die Spende. Die Spende. Tierheim. Ja, Spende. Gut, prima. Digga. Wir sind letztes Mal so insane gegangen, dass wir... Knapp am Rad der Scheiße vorbei, by the way. Das ist... Wie du da noch Nachdruck Ja, wirklich, wenn ihr wisst, was Rad der Scheiße ist. Ja, das ist das Kleine in der Küche. Digga, 60 Euro. Stark, sehr gut. Tiere, Liebe, rein. Gaming. Death Counter. Ich schreib's auf. 20 Euro. Ich mach mal 7,5. Digga. Weil ich hab ist so geil, ich kann jetzt noch 2 Stunden Dark Souls zocken. Super geil, Mann. Das ist ja unnormal irre. So, jetzt renn mal hin. Nee, du gehst jetzt in den Keller einfach. Den Keller hast du noch nicht geguckt. Guck in den Keller. Hm. Keller, Keller, leiser. Hm. Wenn ihr zu laut seid, was ist Mike? Übrigens, letzter Hinweis, also darf ich was über Sachen sagen? Du hast doch die Hellebarde predicted. Ja. Darf ich ein paar Sachen predicten? Klar. Okay. Der Typ, der da rausgeht, ja. Das ist eine Zuckerschnur. Ganz oft. Der Drop hat eine geile Drop-Chance für irgendwas Krasses? Ja, die Drop-Chance ist, glaube ich, terrible. Okay. Ich hatte einmal das, was er hatte. Und ich habe heute noch davon geträumt. Hm. So 7,5 Leute, das ist ein Spaß, Entschuldigung. 7,5? Ja, ich bin doch auch gestorben. Oh, Jungs, bitte, hör auf zu schmeißen. Ja, die sind übel nervig. Da gibt es auch keinen guten Weg. Also, es ist einfach nur einfach auf. Die sind einfach nur fucking nervig. Die triggern auch random. Also, der. Bei mir ist der so, dass der hinten nur chillt. Oh, Hosenmesser. Hose des Deserteurs. Die Hose gemobst. Nichts. Da. Wann wird Dark Souls 3 gestreamt? Schwer. Wissen wir nicht. Wann machst du das ungefähr? Wann planst du das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der gleich. Der hat hey, er dreht doch einfach um. Ja, bist ja nicht mehr da. Er ist so ready, Mann. Er hat so Bock auf mich. Hä? Jetzt hat er keinen Bock mehr. Die Aggro in dem Spiel ist so weird, Mann. Du hast keine Rüstung, du hast keinen Boys. Geil. Alter, geil. Ich mach die mit einer Ausdauer-Rotation jetzt schon weg. Nice. Ja, Level. Shortcut? Ja, rein. Verschlossen. Digga, das ist jetzt die 5. verschlossene Tür. Ja, das ist super schlimm. Das ist halt wirklich... Naja, ich liebe es. So, Freunde. Was haben wir hier? Das ist der Wecker. Der Wecker. Du musst langsam durchlaufen. Hier kannst du langsam durchgehen und dann triggern den nicht. Mach mal. Links aber, links, links. Da durch das Tor. Hier, da. Jetzt langsam. Mach mal. Das ist übel cool. Also, ich bin übel schlecht in dem. Ey, deswegen spielt keiner Among Us mit mir. Digga, der schmeißt. Langsam. Durch die Tür. I really did. Oh, Alter! Oh, die scheiß Küche kaputt. Lagerregal. Nicht so laut. So, leise. Leise. Ja. Guck mal, sehr mal. Das sind deine Hä? Ich höre Sachen. Du hast gar keinen Sound auf den Ohren. Nö, ich höre alles durch dein Ohr. Außerdem weiß ich alles. Der wurde sich gerade weg. Das war die Backstep. Oh mein Gott. Keine Backstep. Echt eklig. Mit denen kann man parryen. What? Ja. Was gut ist. Hä? Woher weißt du das? Also war in Dark Souls 1 so. So. Oh my goodness. Oh my. Oh. Ah, das sind die hängenden. Ja, die hängenden Gärten, Digga. Shortcut. Jetzt aber. Jetzt ein Shortcut, ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Jetzt reicht's aber. Bitte. Jetzt kommst du sofort zu deinem ersten Hölle. Bonfire zurück. Das ist ein übel wichtiger Shortcut. Really? Ja. Du verarsch mich. Das ist jetzt schon wieder. Ja. Oh. Das ist so geil. Das ist einfach alles. Alles ist lost in diesem Spiel. Aber es ist geil. Also die Leute. Übel geil. Ist wirklich gut. Also das ist was Schönes, was da passiert. Mhm. Aber du musst es ja wie alles. Alle verschlossenen Türen. Musst du das ist übel nice. Rabodi, Rabodi, Rabodi. Was heißt das? Arbeiten. Mhm. So. Die sind alle am Krächzen und Stöhnen. Ist auch nicht schön. Mann, aber du hast jetzt bemerkt. Im Keller ist nichts. Im Keller ist nichts. Oh, warte mal. Ah, nee, die war ja auch verschlossen.
Keller alles zu. Geht's denn irgendwo noch weiter runter? Also mit diesem Gegenlicht hier, das ist wirklich... Ich würde gerne da drauf zocken, auf dem mittleren. Mhm. Das wäre besser. Das würde auch cooler aussehen, glaube ich. Hm. Vielleicht ändern wir das. Kann man Predictions machen. Schwierig. Also, ihr könnt eine Prediction machen, ob ich es jetzt zum nächsten Bonfire schaffe. Ich kann predikten, wann Max Dark Souls endlich streamt. Nee, wirklich. Lass mal eine Abstimmung machen, ob ich es jetzt zum nächsten du bist da Bonfire. Voll drin. Ob ich bis zum nächsten Bonfire komme. Max ist besessen von Bonfire. Oder nicht. Bonfire. So, servus. Servus. Sehr gut. Alter, das fühlt doch gut an, oder? So, komm hoch. Boah, dann hättest du denn. Dann kriegst du. Nee, der wartet jetzt. Bist du ein Otten, Alter. Ciao. Bonfire. Oh, mit SCH finde ich geil. Bonfire. Okay. Ich renne jetzt rein und töte den. Dann los. Boah, das Tearing. Scheiße. Oh, und die auch? Bitte töte ihn. Ja, der will den nicht töten. Digga! Wäre ihn. So, wir bleiben jetzt ruhig, Max. Du bist einer der ruhigsten Menschen, die ich kenne. Verspannt, ruhig. Sexuell. Ja, gutes Timing. Sehr gut. Wie viele Seelen bringen die? 250. Oh. Die droppen das immer. Nee. Ja, was denn nun? Das war Rare Drop. Okay, Rare Drop. Aber beim ersten Mal droppen sie immer. Oder habe ich so goddammen viel Glück? Du hast schon sehr viel Glück mit den Scherben gerade. Aber nur mit den Scherben. Aber ich habe auch noch nie gesehen, wie jemand so viele Leute hier tötet. Ja, irgendwann rennt man halt durch und so oder macht Sachen. Aber ich finde, so spielst du aber richtig. Für dieses Format spiele ich so richtig. Ja, so ich finde es auch so besser. Nicht überhastet, weil dann, ich glaube auch zum Zuschauen ist geiler. Sieht doch natürlicher aus. Sieht doch natürlicher aus. Also ich habe das bei Elden Rings dann auch. Baut doch mehr Spannung, glaube ich, auf, weil wenn da immer einer nur auf Kampf irgendwie durchrusht, dann denkst du ja auch irgendwann, das ist kein Godgamer. Nö, Godgamer machen jeden tot. So. Dann haben wir das. In die Wand geballert, ne? Und so. Oh. Diggi. Komm jetzt Lancelot? Der braucht. Aber deine Panik ist gut. Es ist immer wichtig, sich alles zu merken. Juhu! Oh, er hat actually ein bisschen gestöhnt. Aber nie. Also ich. Actually hat er ein bisschen gestöhnt. Ein bisschen, ja. Ich könnte jetzt mal was versuchen. Na gut, aber trink erstmal was. Ich trinke erstmal einen. Weil da hinten, das war schon irgendwie alles zu weit, als dass da kein Bonfire. Heftig. Ja, aber berechnet auf Next Bonfire, so weißt du? Heftig. Er steht jetzt auf und schnappt sich die Helebarde und kletter ich sofort wieder hoch. Ich kletter sofort wieder hoch, Alter. Finde ich geil. Er weiß ja gar nichts, Leute. Für euch ist das sehr schwer, sich in diese Situation hineinzusetzen. Für mich ist es auch schwer. Aber er weiß nichts. Digga, er hat keinen Kopf mehr. Die sind alle, die sind komplett Hangover. Oh, Entschuldigung. Ich hab ihn zersäbelt. Du hast alles im Arsch gemacht, du hast ihn getötet. Oh mein Gott, nein. Leute, Abstimmung. Wollen wir den machen? Abstimmung wollen wir den machen. Darf ich irgendwas noch selber machen? Eins. Also, ich guck jetzt erstmal, was da im Hof ist. Ja, guck dich um. Nimm das Fernglas und schau dich um. Binaculada. Oh, da kommen so viele ein. Digga, hier. Also ich sag dir auch jetzt wieder. Also sind 10 Millionen Items auf dem Hof. Du bist doch stark genug. Ja. Du bist strong enough. Du hast super viel. So, und ist da hinter dem Torbogen das nächste Bonfire? Boah, hab ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich will halt das Bonfire. Wobei, hierhin komme ich jetzt eigentlich ziemlich sicher mit 4 Estus Flakon. 3 habe ich jetzt gerade. Das reicht. Genau. So, und das ist ein Typ aus dem Raum, okay. Genau. Also kartografiert in deinem Brain. Das heißt, normalerweise gehe ich da durch den Raum, dann geht es vielleicht runter oder da hinten lang und dann komme ich da raus. Das hast du sehr gut. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ja, also hier joint keiner rein, oder? Ich könnte ihn von hier abschmeißen. Klettert der die Dings hoch? Der ist zu dick zum Klettern. Ne? Dann schwäche ich den doch schon mal. Los, schwäche ihn. Boom. Nochmal. 15. Ei. Fuck. Na gut, du hast noch Glück gehabt. Na gut. Aber du siehst, du machst ihm Schaden. Du machst ordentlich Damage.
schaffst das, Max. Ja, ja. Das ist full belief. Alles, was du gelernt, du anwendest jetzt. Okay, Digga. Explosion? Aha. Aha. Okay. Noob. Hä? Wo bin ich? Das ist eine Etage Diva. Ach du Scheiße. Ja, aber jetzt er auch. Sehr gut gerollt, Max. Okay, was jetzt? Er ist pummelig. Aber ist okay. Okay, das war perfekt für mich. Naja, der Typ hinter dir. Oh Gott. Was sagst du, Mike? Du bist cool. Du machst das wirklich cool. Ja, ja. Das Problem ist seine Verstärkung jetzt. Oh, bitte komm nicht hoch, das wäre so geil. Jetzt hast du es gejinxt. Ja, ist okay. Das ist nicht okay. Ja. Also hätte ich den nicht getriggert, hätte ich den safe geschafft. Ja, so. War gut, Max. War wirklich gut. Ja. Ja, ich mach das mal. Den werde ich umbringen, bevor ich da reingehe mit dem Boden. Wie dein. Kurzer Gedächtnis. Okay, das kann nicht sein. 20 Euro. Warte mal. 20 Euro. Wir haben letzte Mal haben wir schon darüber gesprochen. Also es ist jetzt das vierte Mal. 13. Nee, insgesamt. Und wir haben bei Dark Souls 2 oder 3 schon mit über die Kugellagerung des Rads gesprochen. Nein. Das ist immer wieder tendenziell bei der gleichen... Die 4 und die 3 sind zu schwer, oder was? Ja, also hier ist ein Kugellager. Und, oder nee, wie war das? Also klingt ein bisschen nach Ausrede, aber was ist los? Nö, du, für mich ist das das Beste. Für mich ist das das Beste, dann weil los. Ich krieg keine Bestrafung. Aber wir können es nochmal testen machen. Gruselig. Ich mach mal. Nein. Sitze, aber schon wieder... Du musst wieder, in die andere Richtung drehen. Aber es ist schon wieder sehr nah an der 13. Nein, du musst du musst in diese es Richtung. Es ist halt legit rigged. Nein, das ist die Richtung, ist besser. Dreh nochmal. Okay. Nein, 12. Aber. Ne, nochmal? Also immer hier. So. Nein, ich hab, wir haben doch schon 4 und 3 gehabt. Das ist nicht das Rad der Lügen. Ich weiß nicht. Also du haust jetzt hier eine 20er-Bombe in den ins Tierheim. 20er-Bombe. So. Aber wir müssen da mal ein Auge drauf haben. 20 Euro. Okay, Max, noch 15 Minuten, dann ist Schluss. Du bist wirklich richtig süchtig. Ja. Also, ich werde dich auf jeden Fall auch safe invaden. Oh Mann. Freue ich mich nicht drauf. Ich freue mich auf Montag, dann haben wir ein ordentliches Sound-Setup. Hopp, Philly. Oder vielleicht ist es ein guter Gegner. Oh, Sofort in die Schnauze. Das ist nicht rigged. Hör auf, Malte. Ich drehe es noch. Die Nerven so. Es wirkt übel rigged. Das ist der andere Orten. Jetzt ist das eine 5. Eine 5? Okay. Ah, oh, da ist er. Es ist nicht rigged, Leute. Es ist nur... Oh. Wahrscheinlich ist es so eine Verschwörung, dass das Tierheim sich hier lang hier eingeschlichen hat und dann das Rad... Wir brauchen ja... Wir brauchen den ganzen 20 Euro von Maxikal. Ciao. Ideal. Und dann kommt auch dieses Karma wieder, dass du es gehasst hast, das Gegner durch Wände schlagen. Das ist jetzt auch gemacht. Wie fühlst du dich damit? Fühlst du gut? Alles super. Cool. Tatsächlich sehr gut. Na dann los. So, hier chill ich mal. Ja, chill ich mal. Ah, nein. Da steht das System. Digga, was? Ich hab nur noch eine Bombe. Stark. Also, ich bin auch irritiert, bin ich ehrlich. Aber er ist gemoved, ne? Er ist gemoved, du hast ihn gehittet, er ist nicht gestorben. Es sind Sachen passiert. Was machen wir jetzt? Eigentlich müssen wir jetzt zurück und 3 Feuerbomben kaufen. Sonst können wir uns das sparen. Sponge war rigged, Jungs. Ja. Oh, der hat was geschubst. Sponge war... Dicker. Was?
Wieso kann denn der. Wieso droppt der jeder kleine Scherben? Digga, das ist ja wirklich das Übelste. Ich vor Hunger. Einfach die ganzen Titanit-Scherben in meine Tash. Deine Waffe ist jetzt. Du kannst hier +3, glaube ich, jetzt machen. Ja, safe. Aber ich muss auch erstmal Feuerbomben kaufen. Das ist halt krass. Max cheatet. Also das war wirklich eine sicke Raid. Wir haben einfach in den Files so die Drop-Chance erhöht. Einfach hochgeschraubt. War das nicht bei diesen einen Minecraft-Spielern? Echt? Hat wer gerickt so, oder was? Gab's da nicht super viele Theorien und Videos, wo jemand die Schweine mit Gold beschmissen hat und die Drop-Chance war irgendwie astronomisch hoch und dann haben es Leute berechnet? Ja, es gibt irgendwie im Nether diese Schweinegegner und Dream, wenn man die mit Gold abschmeißt, dann traden die Sachen. Ja, und der hat wohl so heftig getradet. Haben das Leute berechnet, das war wohl eine Chance von 1 zu 3 Billionen. Und er hat es geschafft. Jo. Und dann hat er heftigen Speedrun dann gehabt, oder was? Speedrun. Leute, was kam da jetzt bei der raus? Er hat es auch zugegeben, heftig. Echt? Krass. Das ist krass. Das ist ja alles krass. Eine Chani zu 3. Warte mal, das Dream, eine Chani zu 3 Milliarden. Das ist heftig. Zu 13 Milliarden? Aber eine Chani. Alter, halt dein Maul. Warum schreiben Leute Bonfire rein? Wollt ihr das Emote machen? Alter, er geht immer gerade raus, okay? Ja. Immer gleiche Timings. Servus. Das nervt mich, dass ich bei denen immer for free Schaden take. Solche Giganerds, ne? Mathematiker haben das Video dazu gemacht und das bewiesen. Ja, auf Reddit wurde das übergeteilt. Das war, die Leute haben so ein Grundgefühl gehabt, dass es sass ist. Und dann kommen die Nerds aus dem Keller. Das ist echt direkt krass. Mit dem Calculator. Ne, und rechnen irgendwie Scheiße aus, wie diese Schweine in Wirklichkeit sagen. Titanit-Scherbe? Nö, besser. Hau noch eine Hose. Ich find's geil, dass mittlerweile seine Gegner 2 Sachen droppen. Servus. Hello. Alter, voll. So. Wie machen wir es jetzt? Also, ich sag dir jetzt, wie wir es machen. Ich gehe vorsichtig vorbei, oder? Ganz du rennst einfach durch. Ach, weil er ja da oben einfach stuck ist, ne? Ja. True. Das ist jetzt albern, Leute. Ihr habt es 3-mal geschrieben. Ich hab's jetzt, ich verstehe es, aber wir müssen Max die Chance geben. Es reicht jetzt, du rennst jetzt durch. Schluss jetzt wirklich, es ist albern. Weil du die ganze Zeit davon geredet hast, dass Lautstärke und so wichtig. Mashallah, der rastet da oben völlig aus. Ja, auf. Mann, der hasst sein ganzes Leben. Jetzt, es wäre so heftig, ich würde er jetzt hinterherkommen und ihr habt mich verarscht. Nee, das wäre so heftig. Du kämpfst gegen den Engeltypen dann und er kommt runter, dazu. Alter. Und zermatscht den. Hat Bock. Aber wäre geil, wenn es passieren würde. Vielleicht passiert es auch. Hey, ich habe nochmal Schlagen gedrückt, aber ich hatte keine. Oh, das sind die gefährlichsten. Ja, der kann denn. Aber das war früher härter, muss ich sagen. Bei 1 hätte dich jetzt getötet. So, ich mach den jetzt. Oh, nee, ich wollte den Typen erschießen, der da unten ist. Warum habe ich meinen Bogen nicht mehr ausgerüstet? Tell me, habe ich noch Pfeile? Ja, 3. Ja, 3 Pfeile. Dicke. So, ich muss den Typen aber Headshot finden. Headshot macht mehr Damage. So, wo saß der? Hier gibt es doch bestimmt mehrere. Der, ne? Der, da guck mal, wie müde er ist. Sinkt der Pfeil ab wie bei Dark Souls 1? Du hast gesehen, er fliegt krass. Der fliegt krass geradeaus. Oh mein Gott. Du hast ihn gehattert. Oh nein. Doch, lass ihn einfach klettern, dann tötest du ihn. Guck mal, der sagt doch Joint nichts. Der? Nee. Du denkst wahrscheinlich nur, okay. Ja, rennt er denn, Digga? Was ist denn los? Mit so einem Pfeil im Korpus. Er rennt los mit dem Pfeil im Korpus. Ja, also bei Dark Souls 1 war es so, glaube ich. Und bei Elden Ring, glaube ich, auch. Ja, dass halt die Schüsse nach einer. Oh nein, er kommt nicht. Doch, doch. Nee. Na gut. Alter, wie viel Staub an der Leiter da. Widerlich. Ja, was ist jetzt mit dem Typen? Der versteckt sich jetzt. Der versteckt sich jetzt so als einen der Typen. Nein, Mann. Es ist schlimmer. Wo ist er hingerannt? Wo ist Fetty? McSpeck? Fetty McSpeck chillt. Da, dahin. Da ist er. Scheiße. Renn einfach schnell durch. Und dann. Das war ein Attack. Ein Attack, das schaffst du. Ich glaub mal ehrlich. Bäm, gegen die Wand ausreicht. So, Freundchen. So, jetzt Arbeit. Kein Spaß mehr, Leute. Macht Motivationsspeeches in den Chat. Ich hab erstmal 2 gefressen. Du hast ja noch 2 gefressen. Was ist passiert? Das sind die besten Spiel. Oh. Aber du hast es sehr gut gerollt. Mach was gegen den Durst. Wir brauchen krasse Death Count auf 10. Lüge. Digga, also ich spiel grad wie ein Haufen Scheiße. Das hast du gut gerollt. Sehr gut gerollt, du bist cool gewesen. Ich wirklich, das war so. Du hast gelebt! Oh mein Gott, das war so schlecht! Und jetzt nochmal 20 Euro ans Tierheim, los geht's! Nicht lachen. Ey Mann, das war so schlecht. Scheiße.
Scheiße, das ist halt so bad. Das war zu doll. Keine 13. Einstellig. Ha! Das ist keine Bestrafung, actually. Keine Seelen aufsammeln. Das ist keine Bestrafung. Das ist, da mache ich zwei Def. Keine Seelen aufsammeln, Diggi. Digga. Habe ich vorhin ein Def vergessen? Es ist so unsatisfying, wenn immer die gleichen kommen. Aber sie ist rigged. Eure Oma ist rigged. Hört mal auf jetzt. Habe ich vorhin ein Def vergessen? Eigentlich nicht. Ich bin übel gut. Jetzt schreiben eh alle ja. Nee. Scheiße. Deswegen hat man ja zwei Klassengesellschaft im Chat. Man hat Mods und Zuschauer. Ja, kommen mal beide. Klar, Jungs. Ich denke nicht. Ist der vergessen. Wirklich, schwört es beim Leben. Leute, ihr braucht da nicht diesen traurigen, erschreckten Zweis mal. Hast keinen vergessen. Das reicht mir. Die pushen mich übel. Die pushen dich so voll. Ja, ich setz mich erstmal hin. Die pushen meinen Spawn. Die Spawn pushen. Alter, der Sterzig. So, Max, noch 15 Minuten, okay? Digga, du bist echt krass. Los jetzt, komm, ich hab morgen Training. Robert, du nicht umringen. Wann? Wann musst du? Töte den mal, vielleicht droppt sein Schwert. Ey, du bist so. Das ist so frech. So eine fiese Kombo. Das ist so frech. Eigentlich müsste ich. Ich gehe mich hinsetzen. Ich will halt zum Boss mit 4 Flasks. Warum ist Maximilian? Ich bin actually müde. Ich habe gestern so wenig geschlafen, Max. Ich kam übelst spät nach Hause, aber die ganze Zeit gedacht, ich streame. Also du streamst. Und dann lag ich halt nackt im Bett und die ganze Zeit, Max, hör auf mich zu filmen. Das ist toll. Das habe ich die ganze Zeit geträumt. Dann war ich um 4 wach, dann um 5 und dann standardmäßig nochmal um 6. Ich habe einmal ohne Buchsen geschlafen und schon warst du die ganze Zeit kannst da. Kannst du bitte jetzt aufzureden? Digga, was? Ja, ist schlimm. Wenn ich viel erlebe, dann träume ich viel davon. Digga. Das war auch für mich aufregend. Alter, ich kann das alles nimmer. Ich will einfach nur Dark Souls spielen. Was? Gamescom. Bestimmt, du bist gecastet. Jetzt ruhig. Ich will keine Nackt-Stories mehr von dir. Ich habe einfach nackt gecastet. Hey, nachts gecastet, habe ich gesagt. Nackt gecastet habe ich mir nicht. Komm. Noch nicht. Und Planschi. Oh mein Leute, wenn wir alle auf Kick streamen. Planschi. Ich krieg keinen Schaden. Keinen Schaden. Kein Schaden. No hit kein run. Schaden. No hit run. Ja. Geil. Und zersäbelt. So. Mach den weg. Ja. Nochmal. Ja. Hat er wieder was gedroppt? Oh. Ja? Das ist noch eine Scherbe. For real? Dann gehe ich. Dann geh ich. Also eigentlich wäre es gut, würde ich gerade einfach nur ein paar Seelen farmen und die ganze Zeit mein Schwert hoch farmen. Nah. Weil ich habe so viel Titanitscherben. Dann wäre auch der Boss. Ja, ich spiele gerade wie so ein Bastard. Nein, wir sagen auch nicht Bastard in diesem Stream. Okay. Wie ein Hundesohn? Ja. Aber das ist so genau das so. Nein, das ist nicht. Ah, okay. Oh, Alter. Alter, der du hast das auch heute Morgen gemacht. Oder was nicht? Death Cardout. Leute, jetzt hört mal auf. Da steht 9. So, jetzt habe ich 4 Mark. So. Seelenfahren, welcome to church. Er farmt nicht, Leute. Er spielt einfach das Spiel. Hört auf jetzt. So, du gibst jetzt einen Header und dann noch einen Schuss. Das wird nichts. Gibt's keinen Drop. Jetzt musst du. Ja, dann so. Okay, aber jetzt konzentriere ich mich mal. So. Das Ding ist, das war jetzt auch der letzte Try, war so, renn rein. Okay, pass auf, schnell. Wir machen es so. Ich muss da Ich mache jetzt hier das Orakel auf und da drin ist Knowledge. Und du sagst, ob du die Knowledge willst. Hä? Hey, wieso Knowledge? Der Typ ist doch easy zu killen, okay, oder nicht? Jetzt könnt ihr das Big Brain Emote machen. Five Head. Ich hatte mal einen Lehrer, der hieß ja Knospe. Mein Kumpel kam irgendwann in die Schule. Ey, es ist wirklich gesagt, so krass, wenn du müde bist. Ja, er hat dann einfach erzählt, Maxi, wir haben einen neuen Lehrer in Ethik. Und er so, wie heißt denn der Herr Knospe? Und er hat einfach diese Geste gemacht und seitdem war wirklich? Ja, er hat das einfach dazu addiert. Gott, Alter. Das fand ich so banger. Also.
So. Ich glaube, ich würde den einfach killen. Das Ding ist, der hat da giga viel Points. Lass ihn erstmal noch eine halbe Runde drehen und mach den Typen links. Los jetzt. Alter, das Bild. Da ist eine Ratte. Ich hat so viele weirde Emotes. Hör mal auf damit. Nee, mach weiter. Aber stop it. Da sind ganz viele grüne. Einer redet davon, die anderen notieren sie. Das ist ja Banger. So, den machst du. Prima. Ab hier. Oh. Jetzt geht's los. Ach, hier komme ich hoch. Super. Das wusste ich. Ich kann einfach durchgehen. Na. Okay, okay. Keine Seelen. Oh, wir sind so dumm. Du durftest hier nicht rein. Hä? Ja, wir haben doch vorhin so ein... Oh mein Gott! Kann man so schlecht in einem Spiel... Oh mein Gott! Oh, Leute, da hat es ist spät. Hört auf. Da haben wir noch abgelenkt. Oh mein Ey, Gott! Ey, das ist ein Reflex. Ja, also oh mein Gott! Hä, wo bin ich jetzt? Okay. Wir sind so dumm. Digga, das schalt mal den Stream auf live. Ja, mach mal Latenz runter. Das schaffst du. Hm. Ich könnte ihn so wegspammen, die ganze Zeit mit einem... Was denn? Pfeilen. Ich kaufe einfach 10 Millionen Pfeile und kill ihn. Okay, du springst jetzt darüber. Du weißt, wie ich springe jetzt. Ich glaube. Moin, servus, moin. Leute, moin, Leute. Was geht denn hier? Das ist eine gute Richtung. Die Richtung. Oh Gott. Die Richtung ist genau richtig. Oh Gott, ich sehe Ritter. Die Richtung ist. Alter, das ist ja übel viel Ritter. Die Richtung ist Banger. Oh mein Gott. Junge, einer ist schlimm. Du musst dir vorstellen, wir haben hier alle. Hier sind einfach 30.000 Leute, die über die übelste Knowledge verfügen. Knowledge, hast du das gehört? Nee, Knowledge. Jetzt gehst du schon dem auf den Sack. Maxim, du musst over sagen, over. Knowledge. Over. Du musst over sagen, sonst ist es nicht. Ich mache ja gar nichts, was ich mir sagen kann. Ich kann das nicht. Das ist eine Krankheit. Ab 12 ist vorbei. Und es ist schon 10. Also, ich würde den jetzt. Ich habe halt nur noch 2. Oh, was war hier? Oh. Da warst du. So, nee, deswegen. Also hier. Trink erstmal einen Schluck, ich hab Durst. Wo bin ich? Trink einen Schluck oder ich hau dich. Warum höre ich immer auf dich? Alter, Maxi. Nick, du hast mal bei mir gearbeitet. Hä? Oh, die Gang. Die Gang ab. Digga, die Gang. Jawohl. Ich kann gerade nicht, Nick. Nick, wir können gerade nicht. Hör mal, uns abzulenken, das ist Arbeit. Alle tot. Okay. War gut. Nick, wir können jetzt nicht. Over! Das ist Mike. Mann, ich hab einfach Angst vor Mike hier. So. Das ist das geil. Richtig zocken, Digga. Grüne Blüte. Oh. Banger. Drum. Kann ich für den Typen einsetzen und die Glut. Und ja, das ist richtig gut. Wenn es gegen die Typen einsetzt, Auto-Win. Ja. Servus. Oh. Servus, wer ist da? Oh, Aufzug! Shortcut! Jetzt wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Boah, ich komm gar nicht mehr hoch. So, Shortcut. Das habe ich gebrüllt. Ich habe dreimal Shortcut gebrüllt. Du hast einen Shortcut gemacht, prima. Hallo? Ah! Oh, das war's schon wieder, oder? Er hat's geschafft. Diesmal hat er wirklich geschafft. Doch so leicht. Was ist deine Begrüßung auch? Du bist so richtig Dark Souls, ne? Du weißt gerade, der hockt frei um die Ecke mit diesem Riesending, Alter. Alter, er macht erstmal Knüppel aus dem Sack, Alter. Du stirbst jetzt. Das ist einfach so ein dummes Spiel. Digga. Okay, aber dann komme ich jetzt zu dem Boss eigentlich. Da, du hast die Flasche bekommen. Du hast gerade nur eine. Ja, okay, aber was bringt's mir jetzt? Bringt dir nichts, ne? Scheiße. Aber ich wollte es nur sagen, Dark Souls. Du musst jetzt sterben. Stimmt, weil ich die Seelen eingesammelt habe. Korrekt, du nimmst den Fahrstuhl, schickst ihn runter und fällst runter. Ja. Los. Aber es zählt nicht für Death Counter, ne? Oh.
Aber du machst nein, das, nein, dann nein, mach das Zeichen. Dann mach das Zeichen, dann geht's schneller. Ja, aber dann bin ich wieder. Ja, komm, Scheiß. Ja. Es sind jetzt auch mehr, als ich eingesammelt habe. Aber naja. Doch, doch, war richtig. Sag's ein. Digga, ich bestimme. Ihr braucht gar nicht doch schreiben. Doch, ihr bestimmt. Okay. Sorry, was ging jetzt? Crowd Control. Los geht's. Crowd Control. Hier, ne? Wenn ihr alle A drückt. Das hat keiner gehört. Du musst zuerst drücken und dann sprechen. Was passiert, wenn er redet und ich drücke einfach? Dann kann er nicht sprechen. Wenn du jetzt gedrückt hättest, kann er nicht sprechen. Geil. Du kannst jetzt nicht sprechen. Oh, Entschuldigung, das habe ich losgelassen. Du musst predicten, wann er redet. Wir müssen die Latenz beachten. Nee, warte mal, hier hat er keine Latenz, ne? So. Ist das jetzt, ist dieser Weg jetzt schlauer, frage ich mich. Also wenn du dorthin willst, zu dem Big Boy, ne? Ja. Zu dem Big Boy. Kann ich hier, oh, ich kann hier vielleicht Skibbidi-Bab. Und Scheiß auf Doggy die Dick. Scheiß auf Doggy die Dick. Guck mal. Oh, wie du kriegst falsch. Was? Habe ich wirklich falsch bekommen? Ey, das ist so lächerlich. So dumm. Das schaffst du. Renn ihn tot. Hä? Der guckt unter dich. Er weiß. So ein Arsch. Wir gehen in den Fahrstuhl, da wird nichts passieren. Bitte geh mit Gott, aber geh. Du hast den Fahrstuhl runtergeschickt, ne? Alter, er ist. Wie sieht er mich denn? Er riecht dich. Bonk. Ding. Dann jetzt sofort. Wortwahl. Tolkien ist da runtergefallen. Tolkien ist schon mal runtergefallen, ne? Ja. Ja, weil nicht hochgeschickt. Aber es ist Klassiker. Passiert jedem mal. Ja, das ist wirklich auch passiert. Sehr unangenehm. Okay. Also jetzt bin ich raus. Du machst jetzt das Ding. Ja. Soll ich dir einen Hinweis geben für ihn? Kannst du. Okay, pass auf. Folgender Hinweis: Du musst übelst gut rollen. Und ich sag nur eins, R1. Aha. Okay, das ist mein Hinweis. Der muss sein Gehirn benutzen. Weich. Clip. Skibbidi-Bab. Und Scheiß auf Doggy. Das fällt nicht. Scheiß auf Doggy, die Dick. Guck mal. Das ist ja so lächerlich. Das ging übelst schnell. Alter, das waren 2 Meter. Das waren 2 Sekunden. Das waren 2 Meter. Ja. Aber es würde dir 100% auch wehtun. Das ist dasselbe. Okay, jetzt kommt die Gang. Du bist die Gang. Du hast 2 Schwerter und bist eine Gang. Los geht's. Ich muss sie halt machen, bevor die da sind. Wenn du wartest, bist du tot. Wo kommen die denn her? Warte. Bin ich lachen. Nee, geht noch. Ach, scheiße, ich hab den Chat verkackt. Sorry. Chat verkackt? Was hast du gesagt? Was ist das? Szene? Du hast Below, Message Below. Message Below. Ach, ich schlafe, ich bin wirklich schlafen. Ich bin wirklich müde. Ich schlafe heute hier. Du sagst halt wirklich jetzt das 8. Mal, du gehst jetzt. Ja, oder in 15 Minuten. Also oder? In 15 Minuten gehe ich wirklich. Wo steht eigentlich mein Auto? Unten hat jemand geparkt. Das war so traurig. Echt? Das war angemeldet? Da steht MKK. War angemeldet? Was ist MKK für ein Kennzeichen? Warte mal, erstmal er hier, ne? Mecklenburg kloppen. Komm bitte hoch. Du bist echt so ein Arschloch. Entschuldigung. Ich bin kein Arschloch. Main 15 Kreis. Main? Ist jemand aus Köln, oder? Oder aus Frankfurt. So, du springst jetzt darüber und du schaffst das. Wo ist er denn gerade? Da, der ist weit weg, los. Prima. Ein gutes Item, ich sehe das durch. Ring der Opferung. Springst jetzt und planscht ihn, er ist tot. Nee, ich bereite mich erstmal gleich vor. Aber was ist denn Ring der Opferung? Das ist zum Tragen. Löschen. Löschen. Also ich habe 8! Digga. Ja, warte, hier, genau. Oder wenn jetzt nicht. Achso, oh, du willst den wirklich wegbomben. That. Leute, bereitet sich actually vor. Ring. Ah, ja, okay. Klassiker. So. Dreh nochmal eine Runde. Du willst jetzt warten, bis er wieder hier? Ja. Geil. Das ist so gar nicht dein Spielstil. Doch, oder? Doch. Ist ja? Wirklich, ja, für No Death Runs wäre es 200% so.
Hammer, Schnick, Schnack, Schnuck, was war das? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ich kann jetzt nicht. Ja, doch. Ja. Das ist ordentlicher Damage. Oh, da schätzt das mal nicht. Huhu! Einen würde ich noch? Ich habe halt immer so Schiss runterzurutschen. Okay, abfahrt. So ein falsch geparkt. Du hast es? Alter, hast du die Glut aktiviert? Oh mein Gott. In Arsch. Ciao. Stark. Was hast du gemacht? Ich habe ihn gefistet. Gut. Ach so, ja, oh, das ist stark. Sehr gut. Gut, du, wir machen jetzt noch einen und dann mach's los. Wie wenig wie wenig Seelen hat der denn gegeben? Ja, die geben alle wenig. Das 500? Die, ja, die Zahl ist immer niedrig hier in dem Spiel. What also, the? Die ist super schlimm niedrig. Oh my goodness. Du wirst dann irgendwann auch okay, einfach... Der soll Stunden die alle werden. Gemacht haben. Hm. Der hat hier die alle gerasiert. So, hier waren 10 Millionen Kopf. Items. Verstehst du, warum die alle keinen Kopf haben? Weil er die geköpft hat, ja, mit seiner fetten Henkersaxt. Habe ich die wenigstens bekommen? Weiß nicht. Seine Axt? Nö, hab ich nicht. Er hat mir 500 Seelen gebracht. Mehr nicht. Ja. Der kommt auch wieder. Der respawnt? Ja. Ah, da hat er eine Drop-Chance mit seinem Ding wahrscheinlich, oder, Leute? Das kann sein, ja. Eine Glut. Ja, toll. Die habe ich auch eingesetzt. 300 Seelen, Digga. Digga. Diese Luschen hier bringen 10% davon. Okay, da geht's aber nochmal in das Haus da oben rein, wo du vor uns warst. Geht's hier rein? Wo die ganzen Hunde... Nee, hier kann man nicht. Wo die ganzen Hunde und so waren. Da gehst du jetzt hin. Warte mal, aber hier lagen doch 10 Millionen Items. Habe ich die jetzt alle aufgesammelt? Du hast die wirklich alle eingesammelt, schwöre. Schwörst du? Ja. Okay, das heißt, ich gehe hier wieder die Leiter hoch? Genau. Genau. Und das ich machst bleib du noch. Noch. Ich bleib noch so lange, bis du das wichtige Item da geholt hast. Heißt das. Oh, stark, du hast dir den gemerkt. Du hast zuerst auf den gerannt. Klar. Heftig. So, hier oben sind jetzt ein paar Ambruchschützen. Dann hör ich aber wirklich auf. Und hier hängt einer neben mir. Actually ist es richtig scheiße. Actually ist es scheiße, was ich mache. Ja, so ist es scheiße. Oder? Nee. Doch, hä? Ah, die sind alle schon da. Oh, was? Das schaffst du. Flucht nach vorn und go. Und go. Oh, hinter mir ist auch noch ein Armbrustschütze. Das Gute ist aber, die machen wirklich wenig Damage. Oh, moin. Lol, was ist denn? Der hat einfach... Der wartet, bis du die Leiter rüberkommst. So. Du willst, dass ich jetzt hier ein wichtiges Item hole. Ja, da warst du ja schon. Dort räumst du jetzt mal richtig. Und dann ist Schluss für heute. Okay? Was war hier nochmal? Oh, moin. Dich gibt's auch noch. Hätte die Lampe in den Arsch dran. Okay. Jetzt so die Scherbe. Ah, da oben, der spawnt. Was passiert? Der Schlangentyp. Oben ist irgendwer komplett eskaliert. Ja, der Schlangentyp ist gespawnt. Der Eklige, den du mit Brandbaum gemacht hast. Dann ist aber wirklich Schluss. Ach, Digga. Na gut, dann mach mal, komm. Oh Gott, das war ja ultra fast. Ich wurde gerade gefragt, wenn ich eine interessante Frage. Da würde ich gerne noch eine sinnvolle Antwort haben. Ich denke, das ist kein Ding jetzt rein. Du hast die Frage bekommen, gibt es hier eine Stream-Aufzeichnung? Und da hast du gesagt, das ist ja alles hier Past Broadcast. Ja. Das hat Limitierung tatsächlich. Das hat was? Limitierung. Ja, auf 30 Tage? 60 Tage. 60 Tage, ja, ich weiß. It's bad. Hä? It's bad. Ja? Ja. Ja, it's bad, it's Twitch. Ja. Was machst du da? Nichts. Gone. Achso, oh gone. Dark Souls 3 Let's Play. Nein, das kommt doch jeden Tag auf Hand of Uncut. Oh, geil. Das wollte ich wissen. Achso, nee, es ging um die gesamten Streams. Die gesamten Streams sind irgendwann gone, ja. Ja, ja. War früher anders. So, da ging es zum Raum. Hier ist der Raum. Hier stehen bleiben. Der ist ja runtergeschubst und die Ball ist gerade der Banger gewesen. Ja, VOD-Channel ist halt so ein Ding, ne? Ich mach's ja so, dass ich das ja simultan streame, weil ich dann das Dumping nutze von YouTube gleich. Wie viele Tote haben wir? 10? Oh mein Gott, ist das bad. Also ich habe 9. Aber haben wir 10? 9? Achso. Ja, das ist alles gut. Nee, nee, nee. Ich habe wirklich auf... Doch, jetzt könnte ich 10 sagen. Nein. Jetzt würde ich mich überzeugen lassen. Sind wir nochmal gestorben? Nein, du bist einfach nur zurückgerannt.
Ich bin einmal gestorben, um die Seelen zu verlieren. Bin ich ja nicht sogar. Ich habe ja das Feuer. Aber die, jetzt überzeugen die mich aber durch die pure Masse. 11 würde ich nicht sagen, aber 10 würde ich dir nicht. Guck mal, jetzt schreiben die 12. Überzeugen die dich wirklich. Hör niemals auf den Twitch-Chat. Erste Regel auf Twitch. Streamer, by the way. Wir bleiben bei 9. Ja, ich bin bei 9, guck. Ich lass mich hier nicht verarschen, Digga. Es geht hier um Ehre. Wir bleiben so lange bei 9, bis es geht hier um Ehre. Guck mal, jetzt kommen richtig. Und ich bescheiß nicht. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier oben. Hier oben, das ist gut. Hä, wo war denn der Typ, der schmeißt? Da. Da. Ein runter. Ah, ja. Okay, ich habe nur noch ein Estus-Flak und das ist ja richtig scheiße. 9,8. 9,8 finde ich ein guter Kompromiss. So, die können hier hochrennen, habe ich keinen Bock. Oh Gott. Das ist eine sehr gute Orientierung. Also ich war hier sehr lange sehr lost. Für mich war das so, oh, da geht's lang. So. Die Jungs zu zweit killen mich. Wie ist denn. Wo geht's denn überhaupt weiter? Ich glaube, ich muss dir noch eine Sache zeigen, bevor ich los muss. Ja. Dann mach. Ja, aber mach erstmal den Raum. Easy. Weil, also, das müssen wir jetzt sagen, Leute. Es gibt ja so Momente, wo Max was verpassen würde. Wollt ihr, dass er was verpasst? Das müsst ihr sagen. Ich kann da oben lang gehen, wa? Auf den Balken? Den Balken? Probier mal. Den Balken weiß ich selber nicht. Wollt ihr ich hab immer noch die Leute sagen, wo die Leute sagen, ja, das ist, ich habe die Frage schwierig gestellt. Okay, wir machen nochmal Reset, ihr schreibt nichts mehr. Ruhe, ich warte jetzt kurz. Okay, ich kann nicht auf die Balken. Wollt ihr, dass Max etwas verpasst? Dann sagt ihr jetzt, ja, ich will, dass er etwas verpasst. Oder er schreibt, nein, ich will, dass er etwas nicht verpasst. Ja, mach erst mal. Ich guck mal. Mach mal. Nein, er soll nichts verpassen. Das sind viele Nights. Das sind sehr viele Nights. Wie fühlst du dich damit? Mir ist scheißegal. Geil, dann mach den auch. Digga, du hast gerade alles vollgerotzt. Naja, ein bisschen. So, wer will aufs Maul? Hundi? Triggert der die anderen, frage ich mich. Komm, wir gucken mal. Ach, jetzt habe ich hier die Wurfscheiße nicht dabei. Wieso? Du hast doch die Granate. Ja, aber die nehme ich doch nicht für den Dreck. Oh, lol, der ist runtergegangen, der eine Typ. Werf mal. Oh mein Gott. Der überlebt das. Aber oh guck mal, der geht sich gut. Oder er will spielen. Ja. Ein Kauli. Kauli am Bauch. Okay, einen würde ich jetzt gerne baiten, bevor der andere joint. Nice. Ich will dafür, dass du 15 Minuten noch bei ihm stehst. Na gut. 15 Minuten geht's nicht. Dann haben wir Schluss. Oh mein Gott! Ich hab noch seinen Kopf getroffen. Bam. Okay, ich hab ein Healing. Das kann sein, dass du noch eins kriegst. Ja. Aber davon hast du übel viel. Geil. 9 habe ich schon. Du bist rich. Du bist eine rich bitch. Feuer entfachen. Oh. Balkon. Balkonien. Balkonien, Urlaub. Hier ist er manchmal rausgekommen, oder? Der hat manchmal so runtergeguckt. Ja. Der Typ. Oh, was ist das? Da liegt was. Da liegt was Gutes, aber da liegt auch jemand, der. Der will den Tod. Wie ist eigentlich an mit der Glut an? Findest du es geil? Weil das ist so nicht sterben, aber. Wie fühlt sich was an? Glut extra. Oh mein Gott, die Reichweite. Du lebst noch. Ist gut. Oh mein Gott, wo kommt er denn hergeschossen? Wie du gezittert hast. Oh mein Gott, ja, der kam so angeflitzt wie ein Formel-1-Auto, Alter. Ja, der war fast. Huch? Ja, das war R2. L2. Bam, look at that bitch. Ah, kann ich aufwerten, ja? Dass ich eine mehr habe. Genau. Okay, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt zurück? Nö, du machst jetzt die 2. Ich habe literally. Was? Nein, mir geht es darum, ich bin für alles One-Hit gerade. Nein, du bist übel strong. Du hast mit dir beste Rüstung im Spiel. Ich müsste jetzt eigentlich zurückgehen. Okay, ich gucke mich erstmal einmal um. Aber ich glaube, ich habe hier alles. Hey, geh mal runter erstmal. Das triggert mich, dass er das nicht einsam ist. Die Leute auch. Ist das so schlimm für euch? Ja. Das ist wirklich schlimm. Soll ich es einfach liegen lassen? Ja, geil. Einfach liegen lassen. Das, aber so, das ist ja die Frage. Ich mag es, Leute zu triggern, aber übelst. Ich habe eine richtige Krankheit. Gefängnisschlüssel. Oh mein Gott, ich komme hier gar nicht weiter. Ich muss hier gar nicht weiter. Ich gehe einfach jetzt in den Knast. Wo ist denn der Knast?
Ja, da, wo der Typ saß. Prima, Max. Danke. Ich liebe dich. Ich dich auch. Kuss. Nimm das Zeichen und port dich zurück. Dann lass ich alle Seelen liegen. Das wäre dumm, Maxim. Im Heimatgenossen. True. Mhm. Ja, komm. Feuer. Weil ich level jetzt die Klingen. Okay, noch 15 Minuten leider nicht. Aber ist ja echt crazy für eine Anfangswaffe, ne? Wieso? Ich finde schon fast lame, aber na gut. Nee, ist okay. Also am Anfang sind alle strong. Wie gesagt, ich bin so ein Brettschwert-Vollidiot. Ist auch geil. So ein kleiner, schneller Ober. Boom. Oh. Oh, ja. 6. Crazy. Was? Das ist doch nicht hoch genug? Ach, Kaplan schon, oder was? Ich hätte gedacht, du hättest genug für 2 Level. Ja, aber ich brauche jetzt einfach 6. Ich habe halt 5. So, 15 Minuten machen wir noch. Okay, dann ist aber Schluss. Die sind zwar immer woanders, ne? Soll ich dich mal umbringen? Willkommen zu Hause. Ach, ich kann eh nicht leveln. Du bist einfach zu teuer. 1800. Oh, aber ich kann mal poppen. Schön poppen. Soul poppen. Wo sind schwach. Die denn? Wo da waren die gerade. Schwörst du? Kannst du es auch bei der Frau machen. Den Tipp kann ich dir geben. Gehst du der Frau und kannst sie verkaufen, dann geht's schneller. Die verkauft doch clean. Die verkauft nicht nur Dark Souls 1. Bei Dark Souls 1 zieht er dich ab, aber hier bis auf die, bis auf weibliche Seelen. Also ich kann hier einfach alle Seelen verkaufen, krieg genau den Preis. Du musst das jetzt kaufen. Ja. Und der Preis ist clean. Das haben die gut gemacht. Was heißt das? Ja, das so wie du Seelen kriegen würdest, so viel verkaufst du auch. Das bringt 3. Einfach 3. Auch nur das. Ey, vielleicht ist es nur. Ja, nee, ich behalte mir sowas hier kann weg. 30. Das ist ein Toter. Mhm, aber viel schneller. Der war 2000, hast du gesehen? Ja, safe. Das ist ja krass. Jetzt oh mein Gott, das ist ein ganz anderes Game. Weg. Weg. Also ich könnte sagen, meine Dolphins waren genauso. Ja. 5000 haben wir einfach jetzt. Crazy. Ist schon ganz cool. Also ah, warte, Estus aufwerten. Ja. Wo geht das? Bei ihr? Nee. Da. Nee. Bei ihr? Nee. Ich aktiviere es. Nee. Okay, ich lese mir mal durch. Ach, der Typ im Knast? Nee. Oder geh jetzt zu André. Also du hast halt alle genannt, außer ihn, Mann. Ja, der ist ein fucking Schmied. Schmiedet der die Glasflasche? Ja. Okay, geh okay, wieder. Sorry. Boah, das ist nicht gut. Jetzt geht er voll auf den Rücken. Aber he dead it. Bruder, du steckst in Geschicklichkeit. Ich liebe dich. Das ist so geil. So, jetzt geh mal zu den Homies. Ich level nochmal. Na gut. Kondition. Bam. Warum sterben die beiden immer? Ja, wenn wir muted sind, sterben wir. Also ich meine, der Zwiebel ist ja eben wirklich tot dann in dem Moment. Aha. 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 Boom. Oh. Das tut sehr gut. So eine Flask mehr. Das ist halt so viel Progress. Holy shit. 25% mehr Flask, Bruder. Das ist sank. Okay, dann. So, ich mache jetzt noch eine Sache, sage ich dir jetzt noch. Und dann gehe ich aber wirklich. Okay, die ist mir aber wichtig. Du. Wo gehe ich denn jetzt hin? Das sag, ihr habt jetzt selber bestimmt. Okay? Weil sonst wirst du da nie wieder hingehen. Noch 15 Minuten. Ja, du hast 15 Minuten dafür Zeit. Ja, aber was ist dann? Sag doch jetzt, wohin? Was zum, soll ich zum machen? Drachen nochmal. Zum Drachen? Ja. Also hier. Aber von vorne, ja. Das macht er noch. Okay, das ist wichtig. Das habe ich in meinem ersten Run auch maßlos verpasst. Und dann schämt man sich. Kann man den killen, oder was? Schwanz zerprügeln? Genau. Schwanz zerprügeln klingt ja cool. Der hängt irgendwo runter, der Schwanz. Also hier lang, ja? Ja. So, jetzt sollte ich hier eigentlich schon übel durchledern. Oh mein Gott, die stehen alle auf? Hey. Bock. Servus. Der da kreischt. Ich hör's nicht. Nein. Servus. Boom. So, wo war der andere? Der ist genau in dieser Scheißkiste, Mann. Das ist so albern. Da hat jemand extra 3 übereinander gestackt, damit er dahinter passt. Ich hasse ihn.
Okay, lass mich erstmal guessen. Weil. Ich lass dich guessen. Actually. Habe ich mich gar nicht mehr gedanklich mit den Drachen befasst. Ja, und weil das ist scheiße. Es gab ja auch oben ein Plateau, wo Leute gestorben sind. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist ein. Oh, das ist eine Katze. Ach, der Kopf. Ja, Schwanz. Ist ein dicken Schwanz. Ja, oh, ja, so ein dicker Schwanz, Digga. So, Drachi. Glas mal. Geh mal die Treppe hoch jetzt. Super, danke. Ciao, Kakao, Jungs. Ui. Ui, wie weit das. Nee, das krass. So weit. Die beiden haben überlebt, actually. Actually, haben die überlebt. Das Ding ist halt, in meinem Gehirn ist es so, du rollst nach hinten und mein Gehirn fragt sich, wieso springst du nicht nach vorne und machst einen Jump Attack? Das ist einfach so heftig da drin. Wieso leben die da hinten? Sind die dumm? Das ist crazy. Komm, mach mal Blasbalk. Danke. Ciao. Vor allem, ich krieg ja voll viel Seelen. Ich kann ja so farmen. Das machen die ganzen Leute, die so Blacklocks oder sowas. Boah, Alter! Das ist krass. Der war. Das war kein Curveball, das war schon nicht. Alter! Na gut, okay. Also, ich kann theoretisch das die ganze Zeit repeaten, weil es hat mir jetzt 700. Ja, das machen die Leute, die irgendeinen Challenge Run machen und nichts hitten dürfen oder so. Mhm. Die farmen dann hier 3 Stunden. Okay, also. Let me guess. Also, ich. Wenn ich unten runter renne, da war unter ihm, komme ich nicht rein, weil ich brauchte einen Schlüssel. Nee, von der anderen Seite öffnen. Ja. So, die Frage ist, kann ich hochrennen und scharf um die Ecke und sein Atem reicht nicht dahin? Das wäre ein Guess. Warum grinst du so scheiße? Nur weil es ein Guess ist. Ja, das Ding ist halt, entweder das oder ich sterbe. Warte, ich gucke mir nochmal an, wie der Feuerhauch ein... Wie lange sein wir dein Hals? Guck mal, der hat aber Bock auf alles. Oh no, da oben überlebe ich nicht. Ja, vielleicht gibt es dann so eine Safe-Ecke. Gib mir mal einen Tipp. Soll ich dir jetzt einen Tipp haben? Naja. Warte, ich renne jetzt einmal durch. Ich guck mir jetzt von da hinten. Heil dich erstmal wieder, komm, ist albern. Warum? Ist albern! Warum soll ich mich heilen? Du spielst mit Draht der Qualen, dir fehlt HP. Hä, aber das wäre. Ich musste meine Ressourcen gut managen, das wäre jetzt wasted. Das für krass. Das bisschen. So, was hast du jetzt gefunden? Alles gut? Nein. Setz dir mal die Kopfhörer vielleicht auf. Ich höre das alles. Dann weißt du, was abgeht. Ich habe ja selber mehr, sag ich jetzt ja. So, der Typ hier ist jetzt ein Problem und da. Ja, hier ist kein Progress. So. Also. Hoch. Guess. Los. Hoch. Full guess. Ja, ich komme nicht zurück. Du trinkst einen Schluck und gehst zurück. Puste mal. Danke. Er pustet. Puste. Du musst ihn halt auch lieb bitten. Puste. Fängt an. Maschala. Bam. Pusten. Ich bin auch ein bisschen irritiert. In meiner Erinnerung hat er auch immer nur eine Lane gepustet. Puste. Ach, rechts oder oben, oder was? Ja, aber er macht einfach mit beide. Guck mal, der ist jetzt angry und dann geht er rüber. Der hasst den Planet Lohan. So, na dann. Wahrscheinlich genau unter ihnen oder so. Eine Keule. Eine Glut. Jetzt. Heftig. Boah, sehr gut, Max. War ein guter Guess. War ein guter Guess. Wir wollen bloß nicht, dass du es vergisst. Das ist kacke, weil ich hab's auch sofort deleted, weil... Ja, das ist scheiße, wenn man sowas hier einfach weitergeht und durchs Game rennt. Das ist scheiße. Okay, wen habe ich hier? Niemand. Aber eine Banger-Waffe tatsächlich. Nicht, das glaube ich nicht. Okay, ich kann da wieder hoch, habe ich gesehen. Ah, Mimik. Digga, was? Ich call es. Oh! Aber eine Banger-Waffe. Ich komme nicht raus. Oder? Klar. Ich muss auch ehrlich sein, du könntest ein geiles Mimik-Cosplay abgeben. Das stimmt. So körperformmäßig ist es einfach insane. Da ist ein Chat. Ich hab's wirklich gut. Mach's okay. Genau, danke. Oh, die Lost Lane mal. Sehr gut gemacht. Okay, also den kennt man übel easy, wenn man einfach drumherum rennt. Cool. Abtrünnig. Da ist was drauf.
Das musst du auf, Digi. Leute, ich hab's versucht. I tried. Ich wusste nicht, wie ich es am besten mache, aber du hast halt gesehen von Weitem und hast Angst gehabt. Echt? Dieses Format geht in die dritte Episode, Ausgabe, deswegen. Also, so eine scheiß Truhe. Ich habe ja vorhin Mimik gebrüllt, als ich schon eine Truhe geöffnet habe. Ja, genau, da dachte ich schon, scheiße. Der wird einfach, ja niemals rauffallen. Das ist einfach pure Panik bei mir. Ja. Okay, was macht's? Also, es macht. Dunkel extra. Dunkel? Stack ich da. Ist es wie bei Elden Ring, dass ich so hochstecke und dann sind die Death? Also, die Stack-Sachen sind unten. So zur Erklärung. Der Rest stackt. Okay, scaled halt mit gar nichts. Braucht 12 Stärke. Also wenn man nicht 85 Scherben, so wie du hattest. Ja, Alter, eine Bombe! Chico, ey, danke für die 10er Bombe, Digga. Kuss. I don't know, Chico. Kuss. Oh, die schlägt ja relativ zügig zu. Ja, Axt ist geil. Du musst ja vorstellen, das ist ja noch plus 0. Und wahrscheinlich mehr Poise als die Dinger. Ja, deutlich. Also Poise Damage. Ja, aber wie levelt man die? Auch mit Titanit-Scherben dann jetzt? Das weiß ich jetzt egal, aber ich glaube schon. Wäre vielleicht auch ganz geil für... Ich will irgendwann noch Fake. Ja, guck mal da nochmal durch, bitte. Ja, da draußen lag noch was unterm Gitter. Ja, genau. Ich würde da gerne den Drachen killen. Oh, nee, das macht keinen Spaß. Pust mal. Der pust mal. Ich meine, das Schlimmste ist, das staggerst du so. Das Feuer bleibt auch liegen, das ist das Schlimme. Ja, genau, weil das unten war scheißegal. Also oben so ein Zentimeter. Und er ballert direkt hinterher. Ja. Ach du Scheiße. Aber da hinten ist safe. Na dann los. Ich sterbe. Und lol, es macht ja gar keinen Damage. Ja, Mann. Das ist kaltes Feuer. Ach Scheiße. Claymore! Ich hab noch was. Kann grad nicht, Maxim. Okay. Oh, das ist aber hoch. Good Gamer! Good Gamer! Good Gamer! So, okay, aber jetzt noch eine Viertelstunde. Ich hol mein Pullover. Und dann bin ich raus. Aber ist geil, oder? Ja, übel. Das ist schon nice. Das macht schon Spaß. So geil, ich könnte. Du hast noch so viel Geld. Könnte ich jetzt von hinten durchbringen. Da würde ich aber sogar annehmen. Und wenn ich wäre, ich werde das ist so ein geiler Gaming-Moment hier, wirklich. Ist wirklich schön. Oh, Alter, wieder die Donnies reinjagen. Wie viele auch. Kennst du es eigentlich von ihm, das Gold-Gamer? Ja, ich habe tatsächlich, ich folge ihm auf Instagram. Er ist ein Gold-Gamer. Das ist schon sehr witzig. Also Donny auf Instagram zu folgen, bereichert einfach Donny ist der lustigste Leben. Comedian in ja. Deutschland, actually. Safe. So, Leute, was geht? Oh. So, ich kann leveln. Warum habe ich so viel Seelen? Hast du noch eine? Naja, du hast halt einen Mimik getötet. Jetzt mal so ganz ehrlich. Die bringen mehr als der Boss, oder was? Es kann doch nicht euer Ernst sein, ja, Leute. Was ist das für ein Drecksgame? Ja, ist scheiße. So ein scheiß Gaming-Moment. Alle vier kommen. Nicht gespeichert. Nicht gespeichert. Die Speichern ist tatsächlich actually sehr gut hier. Wenn du alte vieren musst oder so. Okay, ich. Habe ich eine Titanit-Scherbe bekommen? Ich glaube nicht. Ich denke auch gerade die ganze Zeit daran. Du hast so viele. Also du aber ich würde mal zumindest gucken wollen, wie die Axt, also wie es da so wäre. Ja, probier mal. Also guck mal, ich levelst nicht. Die ganz normal, actually. Mit kleiner Titanit-Scherbe. Immer noch 10% obendrauf, ja. Das Ushigatana ist eigentlich in jedem Souls-Game von From Software komplett busted. Ist nicht schlechter. In jedem. Und du brauchst nur plus 1 Stärke. Macht es Bleed? Und es macht auch Bleed, ja. Ja, das ist aber halt guck, gegen Bosse so sick. Jetzt mach das mal krude. Weißt, was dann kann steht? Ich nicht das Ushigatana einfach krude machen? Das ist, glaube ich, scheiße. Hä, und einfach jetzt so für den Anfang? Das ist kacke. Nur mal ordentlich durchbrüllern. Guck mal, wie es krude ist. Leute, erzählt mal. Ushigatana, jetzt mal, weil ich würde krude eh für nichts einsetzen. Nee, du für nichts nee, du hast nutzen. Schon so viel Geschicklichkeit, dass. Jo, Yojako, ey, danke für die 10er-Bombe kurz. Yojako kenne ich, der bei mir auch schon mal gezappt, danke. Bad, nein. Aber was würdest du in krude machen? Breitschwert. Aber ich gehe auf Geschick, du Affensohn. Ja, ich würde Breitschwert krude machen. Du hast mich doch gefragt, ich würde es machen. Ah, okay, verstehe. Ich könnte jetzt natürlich auch nur noch Stärke skillen und Claimer krude machen. ab wann kann man respecken ungefähr? Recht früh. Wenn du ordentlich durchkommst, ist es verhältnismäßig sehr früh. Ich könnte auf den Kettenbrecher könnte ich krude machen. Kettenbrecher ist weird. Mach mal das Moveset. Guck's dir mal an. Ich glaube, du musst eher nach Moveset gehen. Ein Breitschwert ist halt ein noch schnelleres Langschwert mit 50% mehr Schaden. Ja, das ist so der normale. Der muss die normale. Warte mal, du kriegst die ganze Zeit L1, Bruder.
Aber das ist schon eine ordentliche Speed, Bruder. Mach mal einhändig. Hä, es gibt eine Special Attack. Ja, alle haben eine Waffe. Haben eine, scheiße. War das der normal? Alle Waffen haben eine Special Attack. Alle haben eine Waffe. Das Ding ist halt, die einhändigen Schwerter haben so geile Thrust Attacks. Die werden später halt übernützlich sein. Alter. Yo, Jonas Buschko. Jonas Buschko. Danke für die 10er Bombe. Kuss, kuss, kuss. Ich bin so müde, Mann. Ich heule gleich. Ich heule gleich vor allem. So. Ich bin so müde, ich heule gleich. So, ich brauche den Tierstick nicht mehr. So, das heißt... Oh, okay, Mann, aber der du, war so heftig. Der war wirklich heftig. Okay, ich muss wirklich Alter, los. Alter, ich gebe mir Jack, Alter. Danke für die 10er. Ja, dann level ich. Es war sehr schön, Max. Macht wirklich Spaß. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Ja. Du lässt dich vom Chat leiden. Du hast noch Sachen gefunden, die du nutzen musst. Ja. Letzter Hinweis. Ja, Max, danke für die 10er Bombe. Kurz. Viertelstunde noch, na gut. Ja, oder ich mache mal Belastbarkeit für die schnelle Rolle. Leute, sollte ich... So, ne? Oseem und Maxim. Ah, Maxim räumt sogar auf, das ist ja insane. Zehnerbombe! So, Leute. Wir sind jetzt das erste Mal unter uns. Das ist nicht krass, warte mal. Krass, nee, geht nicht. Crazy. Ich habe überlegt, ob wir irgendwie... Naja, ist auch egal. Wir sind jetzt, wer labert da die ganze Zeit im Hintergrund? Halt bitte die Fresse. Boah, nö, Leute. Digga, bleib doch oben. So. Danke, what the fuck, für die Fünferbombe. Ehre. Also Leute, ich will jetzt mal was wissen. Hört mal auf. Hört mal bitte auf. Ich will mal was wissen. Und zwar, ist es smart? Ist es smart? Am Anfang jetzt zum Beispiel, so wo ich gerade bin halt, ne, welches Level sind wir, 20 oder so, jetzt Kondition zu ballern, damit ich schön auf Lightroll soon gehe. Für mehr Iframes. Ist es überhaupt, ja, okay, erstmal das. Ja oder nein? Nein. Ja, mach. Nein. Ja. Nein. Schrödinger. Ist das dumm? Es ist legit 50-50. Ist wahrscheinlich je nach Playstyle und so und worauf man geht, wa? Belastbarkeit ist Gewicht. Ja. Genau. Maxim hat erklärt, Belastbarkeit, Gewicht. So, und 30%? 30% der Gesamtbelastbarkeit verwendet, hat man Light Roll. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass so eine Basic-Rolle hier in Dark Souls 3 ja echt gut ist. Also, die fühlt sich schon sehr lighty an, muss ich sagen. Also halt, dass wir auf 30 gehen. Haben eine Abstimmung laufen wegen Kondition? Tatsache. 66% sagen nein. Krass. Ey, danke, dass ihr es sagt. Ich achte da nicht so drauf. Okay. Na gut, dann, wahrscheinlich erst, wenn man einen Ring dafür findet, ne? Dass man so 20% weniger Belastbarkeit. Alles nur 70% ist chillig. Alles klar, Zombie. Alles klar. Gut, dann, Alter, ich bin gerade irgendwie jetzt nochmal. Gerade kommt nochmal so ein aufgeregt Schub. Weil, ich jetzt wirklich das erstmal richtig alleine hier das Ding machen muss, ne? So, ich mach wieder. Ja, oder Kondition. Ne, ich mach Vitalität. Also für alle auch nochmal. Mein Plan ist es. Early Game mit den Dingern hier zu zerbersten, das klappt actually gar nicht so krass, finde ich. Klappt bisher nicht so gut, aber ich bin auch nicht irgendwie... Ich glaube wirklich, wenn Leute neben mir sitzen und mich zulabern, bin ich viel schlechter. Zum Schmied, warum? Was soll ich beim Schmied? Okay, wo machen wir weiter? Wir machen hier weiter, nehmen den Shortcut mit dem Fahrstuhl und dann sind wir da bei dem... Fetti. Wo kann ich denn überhaupt noch lang? Warte mal, ich hab doch den... Ah, zum Knast. Ich gehe zum Knast. Gefängnisschlüssel. Ja, danke. Du kannst die Cam etwas reinzoomen? Nee, leider nicht. Habe ich eben schon probiert. Ich kann noch weiter rauszoomen. Jo, Leute, herzlich willkommen zu meinem... Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Dark Souls Let's Play, Digga. Heute gehen wir auf Geschenk, Gott, Gamer.
Ja, ich dachte mir auch, vielleicht wäre es besser, wenn wir noch irgendwie es hinkriegen. Also entweder anderes Objektiv oder käme irgendwie näher. Und dann, wenn ich halt nicht solo zocke. Weil jetzt denke ich mir auch, wäre so eigentlich besser. Aber wenn ich nicht solo zocke, zum Beispiel hier sitzt noch Maxim oder halt den Tag über bei Just Chatting, dann kann ich sie ja so aufziehen. Wie eben. Ne? Oder halt zwei Camps, ja, true. Aber wir haben ja auch noch die Deckentotale. Aber ja. Hoppala. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt den Jungen aus dem Knast befreien, ja? Der war im Keller, ja. Wo kann ich die Emotes sehen, die es gibt? Ihr müsst L7TV installieren. Die sind halt nervig, weil die sacken einem quasi Leben weg. Ausrufezeichen 7TV, dann wird ein nicht gelistetes Video verlinkt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Okay, ich hab's jetzt raus. Cool. Dann wird ein Video verlinkt, das könnt ihr euch angucken. Und dann, es reicht übrigens, wenn einer das macht, ne? Ihr seid nicht so klug. Oh ja, er ist ja auch noch da. Diesen jetzt halt. Man merkt, wie krass stärker man geworden ist, wenn man die Jungs hier jetzt easy klappt. Nanik, was geht? Kriegst du ihn näher ran? Ja, das ist mir klar, aber ich wollte jetzt nicht alles verstellen, weißt du? Also ja klar, man könnte einfach croppen und... Warte, du kannst copy-pasten, ausblenden? Ich kann sie genau. Dann, dass man halt immer wieder die Ursprungs... True. Ja, darauf hätte ich auch kommen können. Einfach... Ja, genau. Ich mach mal weiter. Also, hier war noch nichts, ne? Ja, genau. Hier ging es um Knasti. Cool. Oh, Alter, von hier sieht man irgendwie viel besser. Ich saß eben weiter rechts und da... Ich habe hier so eine fette Softbox gegenüber, die, ja. Die, also es blendet nicht mehr so. GR. Oh, es geht alles so viel besser, wenn ich einfach alleine konzentriert zocke. Es ist insane. Es ist wirklich insaner Unterschied für mich. So, hier war niemand, ne? Nee. So. Bringt er mich jetzt um? Weil bei Dark Souls 1 befreit man einen, den man so ein bisschen runterkicken kann und dann kriegt man ein heftiges Set und so. Wer bist du? Ah. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. Danke für die Subs. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Richtig. Remarkable. Er hat eine Bitte an uns. Am Fuße der hohen Mauer ist eine kleine Siedlung. Kein Fürst wohnt dort. Es ist bloß eine uralte Untotenheimstadt. Bleetown. Nee, wie heißt es nochmal? Loretta. Mhm. I'm not asking for charity. In fact, if you do, I'll be sure to repay you in kind. Quest. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. Zwei Subs gegiftet, Berge, Digga, danke. What do you say then, huh? So, Leute. Ich bin gekommen, um dieses Spiel zu zerbumsen. Das heißt... Also Quests in Dark Souls ist einfach so eine Sache, Mann. Man muss halt mehrmals durchspielen und rumprobieren. Actually, also... Ich Wikipedia eigentlich jede Quest. Damit ich weiß, was Best Outcome ist. Weil ich will das beste Outcome... um das Spiel bestmöglich zu zersäbeln. Annehmen, sagt ihr. Soll ich ihn nicht umbringen, ja? I am Grey Rat of the Undead Settlement. Give this ring to old Loretta at the base. Loretta, sag mir auch was. Do it. Oh, das ist für mehr Mana, ne? Oh, krass, danke dir. Das ist für mehr Mana, right? Ne, warte, das ist falsch. Sorry. Erhöhten Schadensminderung bei geringer TP. Ja. Oh, unterschätzt es mal nicht. Lorette mal. So.
kill him. Ja, nee, der Teleporter. Also ihr habt gesagt, das ist, ich soll die Quest machen. Das bedeutet, ich kill ihn nicht, sondern ich lasse ihn dahin teleportieren, wir treffen ihn wieder, ich gebe den Ring ab bei Lorette Ma und dann ist alles gut. So. Okay, aber es geht ja gar nicht weiter. Wie komme ich da hin? Wo ist das denn? Okay. Okay. Ich weiß gerade gar nicht so sehr, wo man noch weiter kann, außer da, wo 8 Trillionen Ritter waren. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Nimm den Shortcut. Shortcut benutzen vom anderen Leuchtfeuer. Ja, gut, klar. Ja, also das wäre jetzt so, genau, ich könnte halt bei diesen Rittern weiter. Aber ich weiß nicht, ob das der einzige Weg ist oder ob ich nicht einen gerade nicht im Kopf habe. Da musst du hin. Hm. Ritter ist der Weg. Hm. Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich euch trauen soll. Soll ich nochmal ihn hier fighten? Achso, nee. Jetzt sind wir hier, ne? Genau. Ich kann mich jetzt einfach teleportieren. Aber ich würde vorher, glaube ich, nochmal den Dude fighten. Einfach ein bisschen practice. Nee, eigentlich ist dumm. Nee, ist dumm, mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. Okay. Dann reisen wir. Aber wie viele Wege haben wir denn, die wir gehen können? Welche Größe ich bei meinem Merch trage? Also actually. Actually ist das kein Merch. Sondern heftige Fashion. Ich bin Modedesigner. Verstehst du das? und ich trage da immer L. Weil es ist immer eine Größe, also es ist oversized. Das heißt, passgenau müsstest du immer eine Größe kleiner nehmen. So, ich könnte hier runter, Shortcut, komm runter zu dem fetten Dude. Und da geht's die Ritter, da kommen die Ritter. Genau. So, was ich auch machen könnte. Nee, genau, wo geht's noch lang? Den Raum, da war ja Sackgasse. Ich habe ja den Raum geklärt, da war Sackgasse. Ich könnte ein bisschen rumprobieren, den Drachen zu killen. Da hinten, den großen. Genau, beim dicken Engel meine ich, ja, da kann man weiter. Aber vielleicht ist es auch ein Troll. Also es gab halt bei Dark Souls 1 auch so einen Drachen, ne, der ist einfach stehen geblieben und hat im Umkreis alles angegriffen. Und den konnte man entweder den Schwanz zerschlagen oder... Wie machen wir das? Den Schwanz zerbersten. Digga, er rennt hoch. Habt ihr es gesehen? Oh nee, ey. Okay, dann fighte ich ihn lieber draußen. Da kommt er. Das ist halt der Moment, wo man weiß, man ist stark. Weil man einfach... Nee, mir war das schon klar, dass ich den hebe. Digga, ich wollte nur nicht hier drin fighten. Weil er wäre angekommen, bis der Fahrstuhl da ist. Deswegen bin ich schnell umgedreht, um ihn hier draußen zu fighten, weil innen drin ist immer Arsch. Leute, ihr seid so die Noobs, wirklich. Mann, 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 Mann. So. Ich bin wahrscheinlich der Einzige von jetzt den 22.000 Leuten hier, der Dark Souls 3 nicht durchgespielt hat und outcall euch als Noobs. Das ist so ein geiles Live, Digga. So, hier kommt die Rasselbande von links. Aber er nervt auch. Triggert er schon die Leute? Nee, ne? Ja, dann bete ich den rein. Weil er stört, dass ich die burste. Geil. So, Jungs, wo seid ihr? Hier. Zack. Geil. Moin. Alter, ich bin doch so geil. Hm, ich will mich ausziehen. So. Hab ich noch? Okay, ich trinke noch mal was. Mehr Holz, my Lord. GG, von Benny G. So. Jawohl.
Demoray, Seven, danke für den Prime Sub. Kurs. So. Der Typ ist wieder da, sagt ihr. Das wäre frech. Ist der, respawnt der wirklich? Wer schießt? Ach ja, der. Wie viel Seelen hat er gegeben? 500. Er ist eigentlich easy zu killen, aber in diesem Format ist es schon ein Risiko, was man eingeht. Also ich sage, er ist einfach zu killen und bin 300 nur. Das ist so bodenlos. Das ist wirklich so bodenlos. 300 Seelen. Das ist halt... Why? Das ist überhaupt nicht gerechtfertigt in Bezug darauf, wie schwer er doch ist. Gut, ich habe gerade gesagt, er ist easy. Aber es ist immer ein Risiko. Er macht halt übelsten Schaden. Kann man ihn parryen? Okay, Leute. Also, hier lang, sagt er, ja. Dann versuche ich jetzt einzeln diese Scheißritter zu machen. Und allein das ist schon... Oh Mann, ey. Wie viel sind das? Eins, zwei... Ich könnte jetzt scharf rechts rumrennen, ne? Zum Beispiel, wenn die... Aber ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Okay, erstmal der stechende Klaus. Klaus, komm her. Sehr, sehr schwer zu parryen. Aber es geht, krass. Oh, wir haben eine Abstimmung, wer alles Dark Souls gespielt hat. So, hier können wir kämpfen, Klaus. Na komm, du schaffst es. Er macht nicht so viel Schaden. Oh, er hat was gedroppt. Yes! Wichtig. Das ist die sechste. Gehen wir jetzt zurück? Oh, nee, eigentlich läuft es gut. Wir haben noch vier Estus Flaco und nur noch der Typ. Und dann können wir mal zumindest gucken, wo es weitergeht. Aber eigentlich müsste ich zurückgehen, wenn ich es richtig spielen will. Naja. So, das war... Du machst drei, ne? Genau. Dann mach mal drei. Ja, das schon wieder hier. Ja, danach kann ich aber auch angreifen. Zwei. Ja gut, man kann nicht einfach gegenbursten. Sind wir ehrlich. Ey, die Schwerter sind wirklich gut. Die geben ja ganz gut Seelen sogar. Okay, da oben ist noch einer. Wer sind die? Okay, normale Speerkämpfer, glaube ich. Also da unten geht's rein. Hier geht's auch rein. Da hoch. Ich mache erstmal den Typen, glaube ich. Hier war doch einer, ne? Genau, weil ich glaube, hier liegt einfach nur Loot um die Ecke. Ja. Guck mal her. Aber ich versuche jetzt eins, zwei... Ah, okay. Scheiße. Vier, fünf. Das ist aber heftig. Oh mein Goodness. Krass. Okay. Oh, das ist doch... Eine vielleicht... Oh mein Gott. Eine helle Bade. DD Quality Weapon. Macht gut Damage. 15 Stärke, 13 Geschick. Das ist halt das Geile, wenn man irgendwie Bock hätte. Also, es hat so Vor- und Nachteile. Das hat so Vor- und Nachteile, weil... Also man hat halt übelste Range... Man hat übelste Range, viel Poise Damage, also mehr als mit diesen Kackschwertern, aber in Gängen, oh boy. Chat, erst Dark Souls oder Elden Ring spielen? Ich würde sagen Dark Souls. Zumindest Dark Souls 1. So. Dark Souls 2 bringt dir nicht so viel. Leute, kann die Waffe was? L2. Okay, kann ich spammen? Okay. Also, ach, gegenüber? Nee, gegenüber komme ich her, ne? Nee, hä? Nee, komme ich nicht.
Oh, wer ist er? Er sieht krasser aus. Er sieht krasser aus. Oh, alle kichern schon wieder. I mean, ich könnte ihn parry ein paar Mal. So, was kannst du? Hm, war keine gute Idee, ihn zu rushen. Droppt er mir eine Faith-Waffe? Digga, der hat sich gerade gebufft, der Hund. Der hat sich gerade gebufft. Der hat sich gerade gebufft. Der hat sich gerade gebufft und ist eine Faith-Waffe. Gealterter Edelstein. Junge, den habe ich gelesen. Den habe ich gelesen wie ein Buch. Oh, ich würde so gerne gerade einen Clip sehen, wie Donny den das erste Mal macht. Hat Donny seinen ersten Dark Souls 3 Playthrough... Papi, Löwe, Kuss. Hat Donny seinen ersten Dark Souls 3 Playthrough recorded? Gibt es das auf YouTube? Ich würde das so gerne gerade mal. Alter, übelstes Upgrade. Und wir sind unter 70. Alter, und wir sehen geil aus, Digga. Okay, das war Wolf. Können wir den abfarmen für sein Schwert? Ich sag euch, ich bin alleine, wenn mich hier kein müder Maxim zu dicht quasselt. Okay, gehen wir jetzt da rein oder hier runter? Das ist doch locker ihr Boss-Encounter irgendwie, ne? Oh, das sieht richtig danach aus. Aber ich habe nur noch ein Estus Flakon. Oh, habt ihr schon ready? Oh mein Gott, die haben schon ready, Leute. 15 Minuten noch. Bonjour. Ey, Leon, was geht? Sollte ich das sicherheitshalber auf dem... Nein, 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 nein! Ich will euch vertrauen können. Leute, hallo. Weiter geht's mit Dark Souls. Neujahrs Dark Souls 3 vor 6 Stunden. Leute, das ist nicht sein erster Run. Das ist nicht sein erster Run. Ich meine wirklich, hat er, wo es noch für ihn blind war, hat er das erste Mal Let's Played. So, das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Jetzt nicht von seinem aktuellen. Wehe, ich wehe. Also Leute. Ja, vor 3 Jahren. Was geht los? Aber jetzt muss ich halt selber suchen. Mann, versteht ihr nicht, was ich von euch will? Ich will weiter zocken. In der Zwischenzeit sucht ihr. Guck mal, ihr könnt hier ein YouTube-Video teilen und dann sogar genau wann. Genau Dings hier. Mit Timecode. Einfach, wo er gegen den Typen Zombie hat. Hier bei 205-25. Was Michi immer mit dem Ball gemacht hast, das macht Legenden aus. Ich bin immer noch dein Fan. Hi, servus. Michi. Wie scheiße kann man eine Werbung machen, Alter? Exklusiv von... Guck mal, da hat's auch einer versucht. Okay, okay, Leute, okay. Okay. Oh mein Gott, ey. Jetzt geht's ab. Oh, er ist genau über mir. Ich schieb mich den Token runter, ja? Scheiße. Ich bin so kacke. Kriegst du nicht hin? Jetzt. Okay, Leute. Alter, das war sein Emote, sein Alert. Okay, wir gucken uns das jetzt schön an. Versucht. Hä, hat er nichts an?
Er hat nichts an. Und er hat so ein Kurzschwert und Schild. Die drei. Gewetzt habt. Ja, weiß ich, das will ich auch die ganze Zeit probieren, dass ich die... Es geht! Okay, das hat der actually besser gemacht als ich. Kann ich nochmal Quali? Ui, Digga, der two-shotted ihn ja. Also nochmal. Jetzt wäre der Moment, wo ich zurückrenne und mich erstmal heile. Krass, alter Gott, Gamer. Der hat krasse Augen. Hä? Digga, heil dich. Donny, heil dich. Ah, okay, tot. Scheiße, ich muss die alle nochmal machen, ne? Ach, Donny. Zweiter Versuch? Zweiter Versuch, komm, Donny. Schnapp ihn dir. Du hast 4 Estus Flakon jetzt sogar. Donny ist halt mega gierig. Ja, ich glaube auch, er ist halt recht greedy. Gut, er hat auch kein Rad hinter sich stehen, was die ganze Zeit droht. Das ist doch ein Arschloch, der ist doch so programmiert. Dass man den dann sofort hier. Okay. Könnt ihr mir sagen, wie viele Versuche er gebraucht hat? Ist ja. Junge, der hat ihm ja alles genommen. Okay. Ich will mir, also es war jetzt nicht so, ich wollte mich jetzt nicht so aufspielen. Mich hat es nur wirklich interessiert, weil ich hier die ganze Zeit Godgamer und so Donny-mäßig mache. Mich hat es einfach nur in dem Moment. Weil ich stolz auf mich war, dass ich ihn First Try gelegt habe. Ich hatte es einfach nur, irgendwie kam es in den Kopf. Wie war das wohl bei Donny damals? So, also entweder zu ihr oder runter. Ja, Caligula, Gockel, danke für den 10er-Bombe, Digga. Ehre-Kuss. Tor wäre schon gut. Oh, ach stimmt, hier sind noch die Jungs. Ist hier links und rechts was? Oh mein Gott, ihr eskaliert. Erst Kirche, wichtig. Hoch, runter, oben, rein, NPC, rein zur Oma. Ihr seid wirklich Schrödinger Chat. Ich gehe hier runter, es ist einfach nur, wie der Chat explodiert. Okay, wir gehen erst in die Kirche. Ich vertraue euch, trust. Wir haben 3600 Seelen. Wenn ihr mich jetzt ans Messer liefert, rasiere ich euch AMK. So, was geht hier? Ist es die Lotte? Lotta? Lotte, hier die... Sind wir schon in der Siedlung am Fuß des... Nee, ne? Von der Quest? Von dem Dude aus dem Knast? Nee, oder? Servus, moin. Oh. Lorette Ma? Töte sie. Kill. Töte sie. Kill. Oma töten. Ihr sagt alle, ich soll sie töten. Ihr wollt mich so verarschen. Oh Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, nicht killen. Jetzt wieder Schrödinger. Oh Gott. Sie sagt, ich soll unten durchs Tor gehen und das Banner hier. Töte sie, safe. Oma töten. Also so Anti-PvP? Ah, PvP, okay. Blaue Fahrt, kenne ich. Und Leute, ey. Mann, was soll ich machen? Der Wachhund lauert draußen. Abstimmung. Oma killen. Ihr macht eine Abstimmung. Digga, 57% sind für Oma killen. Also, Leute, ich glaube, ich versuche euch jetzt mal zu lesen. Ich glaube, es gibt da einen Anteil, der will mir schaden. Und der andere will irgendwie Progress oder sich vorankommen. Ich glaube, es gibt einen höheren Anteil, der mir schaden will. Und wenn ich die Oma kille, rastet die aus und killt mich. Oder sie verwandelt sich, Boss killt mich, irgendwie sowas. Und der kleine Anteil will Progress, will, dass ich sie nicht kille. Will, dass ich dieses Banner unten hisse. Und so weiter. Ich glaube, ich glaube, das ist es. So. Und jetzt sind wir mal alle ehrlich, es stimmt. Ich habe euch gelesen wie ein fucking lustiges Taschenbuch. Auf Lock. Ich habe gar keinen Plan, Mann. Leute schreiben ja. Umgekehrt. Ja. Ruf Maxim an. Stimmt, ich könnte Maxim anrufen. Oh Mann. Ich mach das erstmal. Würde ich spielen, würde ich sie nicht hauen.
Nee, ich würde Wikipedia öffnen, actually. Könnte ich auch machen. Aber dann raubt es euch so ein bisschen diesen Reiz jetzt, ne? Wie ich hier sitze und es nicht weiß. Und ihr könnt hehehe mit Tee und so machen. Klein Wichser. Kein Wikipedia, das bestimme ich, Digi. Tut mir leid, das bestimme ich. Okay, also Jonas-Boss, sind wir ehrlich. Jonas-Boss, safe. Weil sie hat gesagt, das ist der Wachhund. Wow! Jetzt kommt er von hinten, die Sau. Ah, da ist noch ein Armbrustschütze. Alles klar. Digga, du alter kleiner Muggel. Der andere hat keinen Bock? Lol. Geht dir was? Servus, moin. Ey, das sind so Eldenring-Dudes, oder? Die Rüstung kenne ich aus Eldenring. Ihr seid solche Spacken, wirklich. Ist... Kurz mal nachgefragt. Ist Spacken synonym für Spaß? Weil dann sage ich das nicht mehr, dann gewöhne ich es mir ab. Oder ist Spacken einfach nur random, so ein random Ding? Spacken sagt man nicht. Okay, dann sorry. Dann my bad. Ihr Kackmuggels. Bleiben wir dabei. Okay. Das, sorry, aber das schreit so krass nach Boss. Ich gehe erstmal meine Waffen upgraden, ich gehe leveln. Aber dann hilft die Oma mir safe mit ihrem Banner. Was ist das überhaupt? Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Es muss so geil sein. Oh Mann, es muss so geil sein. Dark Souls 3 schon richtig durchgesuchtet, Speedruns gemacht, No Death Runs, irgendwelche Challenges, DLDU, keine Ahnung, alles gemacht zu haben. Und dann kommt fucking Henno um die Ecke. Und orgelt sich das hier wie ein Achtarmiger rein und hat keinen Plan. Es muss so satisfying sein. Dann sitzt man wirklich genauso mit seinem scheiß Tee abends da. So, was war jetzt mit dem Banner? Wo ist es? Es ist hier nirgends, oder? War das ein Emote? Blaue Fahrt? Nee, ich schwöre nicht Treue. Ach! Es ist zum Mond mir Hilfe! Ist wahrscheinlich so ein Boss-Helperling. Wo habe ich das denn her? Söldnerrüstung. Actually kann ich das so ausziehen. Ablegen. Dann habe ich mehr. Hä? Was mache ich? Nee, hier. Ja, für Gewicht. Ihr wollt, also es wollen wirklich die meisten, dass ich, die meisten wollen, dass ich die Oma kill, ne? Oma ist Rassistin. Leute, okay, ich bring die jetzt um. Armin, ihr habt abgestimmt. Wenn ich unentschlossen bin, vielleicht gehe ich dann einfach der Abstimmung nach. Wer stampft denn hier? Ist das der dicke Engel? Oh Mann. Ich muss mal einmal den VIP-Channel, den VIP-Chatterino-Ding aufmachen, damit ich sehe, was so Bondra und... Ne, also so, was so Leon vielleicht schreibt, oder ein Zombie, oder ein Papi, oder Deichkind, der schreibt auch hier seinen scheiß Pepe-Face mit Kaffee. Also Leute, ihr habt abgestimmt. Jetzt schreibt ihr natürlich alle nicht töten, ihr habt aber abgestimmt. Ich sage ja nichts. Oder ich, oder? Ja, Tamino, es geht. Also. Erstmal, sie hat mir gesagt, ich soll Banner irgendwas. Wo ist das Banner? So, vorher mache ich gar nichts. Ich muss jetzt erstmal gucken. Sie hat mir das Ding gegeben. Und übrigens, ein gealterter Edelstein habe ich ja auch gefunden. Das müssen. Ach, hier. Ja, das sind Bosshelper, ihr kleinen Schweine. Es ist literally ein Bosshelper, oder?
um Hilfe zu beschwören. Ah, oder das ist online, dass mir ein Spieler hilft. Weil Blauer Pfad war doch dieses Koop-Eid, oder? Sag mal. Blauer Pfad ist dieser Koop-Online-Eid, richtig? Briochet schreibt nein. Ach, dann war Blauer Pfad tatsächlich PvE-Koop-Dude. Weil ich kenne das aus dem Zweiten Weltkrieg. So, wo ist er? Der war hier vorhin wirklich random, als er mich köpfen wollte. So, Hundi. Digga, ich One-Hit in ihn inzwischen fast. Ich glaube, der Hund hat mich nicht auf dem Radar. Okay, ist mir auch scheißegal, ne? So. Das Banner hat nichts mit Blauer Pfad zu tun. Okay. Also, ich werde jetzt tatsächlich Blauer Pfad Wikipedian, weil ich einfach wissen will, was der Eid macht. Blauer Pfad. Das ist Dark Souls 2 Wiki. Wollt ihr mich verarschen? Alive. Zack. Blauer Pfad. Ich will einfach nur wissen, was das für ein Eid jetzt ist. Warum kann ich da nicht reinklicken? Hä? Es geht mit der Seite. Es geht mit der Seite. Oma ist weg, weil ich getravelt bin. Na, Satch. Ich kann literally die Seite nicht nutzen. Ah, okay. Ich kann sie nutzen. Blauer Pfad. So, jetzt habe ich's. No results. Ja, dann fickt euch. So. Ich gehe auf Dark Souls 3 Facts Alive, gib Blauer Pfad ein. Ach so, weil ich Englisch ein. Mann, ey. Ja, Omi ist los, wa? Sad, Digga. So, wir verstecken jetzt erstmal die. Und ich würde gerne wissen, beispielsweise Claymore. Gealtert. Oh mein Gott, das ist ja ultra gut. Guck mal, die Attributsboni, die Skalierung. Weg mit der Alter, Alter, was geht bei euch? Die ist doch jetzt eh weg, dachte ich. Krass, also gealterter Edelstein, ganz kurz nur, dann können wir weiter Oma und so machen. Gealterter Edelstein ist für Quality Build einfach Verbesserung nochmal, dass die Waffe noch besser auf Quality Build skaliert. Nee, okay. Ja, ja. Ja. Okay, schreiben alle ja. Gut, cool. Knowledge. Nice. So, jetzt könnt ihr weiter Oma machen. Ich habe nur ein Level. Ich glaube, da mache ich Vitalität. Vitali. Zack. Oh, jetzt wird es langsam teuer mit dem Level. So. Shortcut. Die Oma hat kein Taschengeld in die Weihnachtskarte gemacht. Zombie, ich weiß, dass also ich will respecken, wenn ich das Gefühl habe, ich habe für mein Faith-Build die richtigen Sachen, weißt du? Und solange will ich einfach alles mit den Wingblades hier zerstören. Das ist mein Plan. Ich weiß nur noch nicht, wie man respeckt, aber das wird ja kommen, denke ich mal. Moin. Ah! Alter, ich one-tappe jetzt. Geil, 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 geil. Ja. So, wo ist er?
Ist er oben gerade? Wo ist er denn? So, Sound geht wieder, oder? War weg? War gar nicht weg. Okay, dann war es einfach nur eine coole Einlage von mir. Ist oben? Ich sehe es so schwer, ja. Doch, war weg? Super. Na, dann war es doch cooler Content, oder? So, so wie ich das verstehe, ist die Omi weg. Also ihr braucht, glaube ich, weil ihr habt doch gesagt, die ist weg. Erstmal kill ich eh nochmal diesen blauen Ritter. Ich will sein Loot. Ich will sein Schwert. Der hat so eine... Hä? Hä? Aha. Aha. Hä? Im Jump? Habe ich Damage bekommen? Schweine. Er schießt schon, oder? Schießt er? Schießt er? Also langsam komme ich auch in die Menüführung rein. Ist doch super. Geil, ich one.